Yo! Yo, hallo. Ich bin gerade noch kurz dabei, weil Björn Zeitmanagement einfach damit geboren wurde. Ich glaube, das habe ich jetzt fast die letzten paar Streams gemacht, dass ich einfach immer dann Videos hochlade, wenn ich gerade streamen will. Und das ist auch heute keine Ausnahme. Deswegen... Ah, oh, fuck, das Video ist noch nicht in HD gerendert. Ah, Pipi-Kaka. Ah, fuck. Ja, ich hab's schon mal live gesetzt. I don't know. I don't give... Weißt du, das ist jetzt auch egal. Das ist jetzt auch egal. Ja, weißt du, ich glaube, dann stelle ich einfach mal gerade den Tweet schon mal ein. Und dann drücke ich einfach nachher kurz auf Palais. Nicht Palais. Paost. Tavitan. Sobald das dann irgendwie live ist. Oh, ich sehe gerade erst den einen Post, den Markus mir geschickt hatte. Leute, wie geht's? Ah, was ihr da gerade vor euch seht, ist die Wand des Schmerzes. Das ist, das Programm heißt Nintendon't, weil ich das nämlich Nintendon'ten soll mit den ganzen Spielen. Das sollte ich alles sein lassen. Ja, wir haben großartige Dinge parat. Ich weiß nicht, warum ich Charlie the Chocolate Factory noch auf meine SD-Karte gelassen habe. Das hätte eigentlich schon direkt wieder runter sollen. Aber oh boy, ich habe mir einfach nur die besten GameCube-Spiele runtergeladen. Ich meine, Spoiler für irgendwie zukünftige Streams. Ich meine, ich habe auch gute Sachen da. Ich habe auch gute Sachen drauf. Das sind die ich vor allem vorher komprimiert draufgeladen habe. Aber oh boy. Ich glaube, was noch oben fehlt ist... Nee, habe ich auch. Aquaman. Das ist glaube ich, so der komplette GameCube-Schund, der hier drauf ist. Ich meine, ich habe mir zu American Chopper 2 Full Throttle... Tim Schäfer, was ist da denn los? Ist das der Nachfolger? Da habe ich mir nichts zu angesehen, also beziehungsweise keine Bewertung, aber ich gehe einfach davon aus, dass es Trash ist. Ich gehe davon aus, dass ein Spiel auf der sechsten Konsolengeneration zu American Chopper nicht gut ist. Davon gehe ich einfach mal aus. Aber ja, Aquaman hat eine 20er-Bewertung. Wie gesagt, Batman spielen wir heute, das hat eine 20er-Bewertung. Charlie's Angels hatten wir schon mal gespielt, aber da will ich nochmal Footage vorher aufnehmen. Die Hard Vendetta, das Spiel, was ich mir fast mal anstelle von Nightfire geholt hätte. Oh, das wäre ein Mistake gewesen. Dragon's Lair 3D wollte ich immer mal spielen. Das eine, das wirklich schlechte Jimmy Neutron Boy G, also ist zum Film das. Luigi's Mansion, ja, richtig, richtiger Dreck. Scooby-Doo Night of 100 Frights. Genau, und das Sum of All Fears, das soll auch richtig, richtig kacke sein. Das soll richtig, richtig kacke sein. Das soll so hervorragend scheiße sein. Also wirklich so, Mama, können wir Rainbow Six haben? Ja, wir haben Rainbow Six zu Hause. Rainbow Six zu Hause ist dann ungefähr so, darauf läuft es hinaus. Darauf läuft es hinaus. Aber Leute, wie geht's euch? Nabend, Putik, Nabend, Lord, Nabend, Abzweig, Verbinder. Es gab gute Spiele für den Gamecube. Natürlich gibt es gute Spiele für den Gamecube. Ich liebe den Gamecube. Der Gamecube ist meine Lieblingskonsole. Aber ich habe halt nur einen limitierten Speicherplatz auf der SD-Karte, vor allem wenn auf derselben SD-Karte auch noch Wii-Spiele drauf sind. Erzählt das nicht Miyamoto. Aber das heißt, ich habe momentan halt wirklich Sachen, okay, wenn ich GameCube spiele, dann ist es meistens tatsächlich für Trash Tuesday. Deswegen ist das halt vollgepackt mit schlechten Sachen. Aber ich habe auch gute Sachen drauf. Ich habe die beiden besten Ego-Shooter hier drauf. Ich habe die ganzen guten Tony Hawk-Spiele und Tony Hawk's Underground 2 drauf. Ich habe ein hervorragendes Capcom-Spiel und Video für Joe 2 drauf. Automodelist habe ich auch mal Bock, das endlich mal zu spielen, ja. Das Disney's Extreme Skateboarding könnte ich auch runterschmeißen. F-Zero. Einfach die Vorstellung, dass ich meinen alten Speicherstand nicht mehr habe von F-Zero GX und ich irgendwie nochmal den Story-Modus nochmal auf Expert durchspiele. Also die...
die Vorstellung bereitet mir physische Schmerzen. Also sowohl physische als auch geistliche Schmerzen. Das ist eine grauenhafte Kombination. Ba-ba-da, ba-ba-da-ba. Ich würde eine externe HDD empfehlen. Ja, das geht auch, aber ich hab da tatsächlich Probleme mit gehabt. Weil die HDD bei den Wii, bei der Wii kannst du einfach nur über USB-Loader GX benutzen. Das geht nicht über WiiFlow, was ich nutze. Und ich habe, auch wenn WiiFlow teilweise auch manchmal abstürzt, also nicht beim Spielen selber, aber im Menü oder manchmal, wenn ich irgendwie die Menü-Taste drücke von der Wii. Aber GX-Loader hat bei mir gar nicht funktioniert richtig. Also das war bei mir leider eine vollkommene Katastrophe. Und deswegen... Es ist einfach zwischendurch mal Spiele rauf und so... Der Großteil der Arbeit ist es einfach nur, meine Festplatte vorzubereiten, auf dem alles drauf ist. Und dann ist es einfach mal kurz die Tatsache, Spiele hin und her zu schieben für ein paar Sekunden. So, das ist bei der Größe, ehrlich gesagt, finde ich kein Problem. Ich habe eine externe HDD mit WiiFlow, bei mir geht's. Lol. Also ich habe halt bei mir hat's nicht funktioniert und ich habe online auch nur Leute gehabt, die meinten, Alter, WiiFlow macht das nur mit einer SD-Karte. Mach das nur mit einer SD-Karte und nimm USB-Loader GX für alles andere. Ich meine, ich kann's nochmal gucken, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich bin mit dem Setup zufrieden, was ich habe. Ich bin mit dem Setup zufrieden und ich habe da hinten auch ehrlich gesagt keinen Platz mehr. Oder ich will halt ungern noch eine externe, noch eine weitere irgendwie da hinten liegen haben oder so. Deswegen einfach so, ich habe hinten meinen USB-Stick für die ganzen wichtigen Dateien drauf und dann halt vorne die SD-Karte für die Spiele. Und bei der Größe passt das. Also wenn ich so von beidem System jeweils so 20 bis 30 Spiele auf die Karte zu ballern, so, dann habe ich auf 50 Spiele zeitgleich Zugriff. Das reicht mir ehrlich gesagt. So oft würde ich dir nicht wechseln. Oh. Ist beim Lösen von Rätseln ziemlich bevor. Ich muss gerade noch den Tweet schreiben für das Video. Und muss wieder ein paar Mal Sachen nachgucken. Kennt ihr das, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das, was man geschrieben hat, korrekt ist? So auch grammatikalisch oder sowas. Ich bin nämlich gerade dabei, ob ich bevormundend schreiben darf. Und bin dann so, kann ich das so schreiben? Darf ich bevormundend? Etwas ist bevormundend. Als Adjektiv. Und dann finde ich halt nur so, oh, nein. Und ich bin so, warum darf ich das nicht benutzen? Oh Gott. Mich nervt das schon immer, wenn ich irgendwie sechsmal mit dem Tweet drüber gehe und dann den einen offensichtlichen Rechtschreibfehler nicht sehe oder beziehungsweise einfach irgendwo einen Buchstaben vergessen habe oder manchmal ein Wort vergessen habe oder manchmal einen Tweet geschrieben habe, dann lösche ich die zweite Hälfte, schreibe die neu und vergesse, dass sie grammatikalisch nicht mehr zur ersten passt. Das ist hervorragend. Und das gibt so eine Kulanzzeit, finde ich. Weißt du, wenn das so 2-3 Sekunden danach auffällt? Okay, Tweet löschen, neu schreiben. Wenn es so 5 Minuten später danach auffällt, dann bin ich so, gotta live with my consequences. Miki, moin, vielen Dank für das Abo. 32 Monate, holy shit. Everybody's super Batman Racing. Ich weiß, dass Leute immer über Sonic Racing meme. Der komplette Soundtrack ist so geil. Der komplette Soundtrack, auch mal wenn, ich kann es nicht verstehen, wenn Leute sagen, ja, so ironisch, das ist, das ballert. Der komplette Soundtrack ist so geil. Von vorne bis hinten. Absoluter 10 von 10 Banger Soundtrack. Da lasse ich gar nichts drauf kommen. Sonic Racing.
So, ich hab auch gedacht, okay, vielleicht nimmst du einfach nur die, so die paar, die gut sind oder so raus. Aber die ballern halt alle. Die ballern halt alle. Wo haben wir hier? Living in the City. Das ist einfach, das ballert einfach. Das geht einfach hart. Das geht einfach hart. Oh. Oh, Leo, das tut mir leid. Das tut mir leid, dass du Revelations durchspielen musstest. Das ist eine grauenhafte Kampagne. Ich glaube, das ist wirklich mit die schlechteste Resident Evil Kampagne, die es gibt. Bei mir läuft es mit GX-Loader, einfach Standard, 2,5 Zoll Festplatte in unteren USB-Port. Ja, also, wie gesagt, ich kann sein, dass ich zu blöd dafür bin, aber ich hatte halt auch online mal geguckt und hatte dann meine Probleme auch so ein bisschen beschrieben. Da war es einfach so, ja, just sucks. Und das Geile ist, ich habe das just heute nochmal gemacht und ich war so, vielleicht gibt es ja irgendwelche Updates-Entwicklungen. Und dann gebe ich auch bei, einfach nur mal kurz ein, so WeFlow versus USB Loader GX. Da gibt es keinen Konsens. Das ist die eine Hälfte ist einfach, WeFlow ist der größte Dreck auf Erden und die andere Hälfte ist, USB Loader GX ist einfach eine Software aus der Hölle, gemacht, um uns zu quälen. Und es gibt nichts dazwischen. Es gibt einfach nichts dazwischen. So, entweder du hast mit dem einen Programm gute Erfahrungen oder mit dem anderen Programm. Es scheint irgendwie nie keine, also zumindest Leute, die online darüber schreiben, scheint es keine Person zu geben, die mit beiden Programmen irgendwie gute Erfahrungen gemacht haben. Das existiert scheinbar nicht. Das heißt, wenn du ein Programm benutzt und dann hast du eine gute Erfahrung, dann brauchst du das andere gar nicht probieren, weil der Kosmos sich wahrscheinlich dafür entscheiden wird, ja, das war's jetzt. Vielleicht sollte mal einer ein gutes Programm machen. Die könnten auf jeden Fall verbessert werden. Also das ist auch immer so die Sache, wenn man dann... Weil das sind auch die Dinge, die immer vergessen werden bei dem, oh, alles funktioniert perfekt, alles ist so easy, alles ist mega... Und ich meine, das Setup ist mega easy. Aber die meisten Programme haben trotzdem irgendwelche Probleme. So Nintendo, muss ich echt sagen, da bis auf die eine Sache mit Disney Extreme Skate Adventure, das war ein bisschen blöd. Aber ansonsten ist es halt echt, zumindest das Programm an sich läuft halt super. Aber ich meine, das versucht ja auch kein fancy Shit zu machen oder so. Das ist nur das Problem an diesen ganzen... Ich hätte ehrlich gesagt auch gerne einfach nur so ein Wii-Programm zum Starten der Spiele, das auch einfach nur das macht. Wo es auch einfach nur aufgelistet wird und ich brauche keine Bildchen dazu. Das ist mir scheißegal. So, ich meine, das sieht gut aus, aber wenn deswegen die Programme ein bisschen instabiler sind und schlechter laufen, dann denke ich mir halt auch so, naja. So Leute, ich muss jetzt aber mal kurz hier Tweet verfassen. Gott. Okay. Und ich sollte den Stream auch, glaube ich, mal. Oh fuck, ich habe gar kein Bild dafür gehabt, glaube ich. Boah, ich bin wieder so gut vorbereitet, Leute. Ich bin wieder so hervorragend vorbereitet. Was halt, das wirkt halt immer so seltsam, wenn ich das sage, weil das klingt, als ob ich so alles 5 Minuten vorher mache. Aber ich bin halt seit heute Morgen 7 Uhr bin ich quasi nur am Machen. Also seit heute Morgen 7 Uhr, ich bin einfach nur durchgetaktet die ganze Zeit. Irgendwas. So. Aber es ist halt sehr viel, was irgendwas muss. So. So, Batman-Tag mal. So, heute Morgen einfach, ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden. Und was habe ich gemacht? Ich habe 3 Stunden lang gekocht. Ich bin einfach aufgestanden, ich habe einfach 3 Stunden lang gekocht.
Was ehrlich gesagt ein ganz guter Start in den Tag ist, muss ich sagen. Wenn man so weiß, für die nächsten zwei, drei Tage das Essen dann vorbereitet, das ist schon geil. Das ist schon based, wie die Kinder heutzutage sagen würden. Ich muss sagen, ich liebe dieses Cover von Batman Dark Tomorrow, was einfach so aussieht, als ob dir Batman gleich selber in die Fresse haut, dafür, dass du die scheiß Audacity hast, das Spiel spielen zu wollen. You wanna play my game? Get fucked, kid! Time to lose your parents. Oh, you wanna be just like me? Oh. Wie war das noch? We heard you like Batman. You wanna be like Batman, so we killed your parents. Oder dieses eine Bild, wenn du wie Batman sein willst, aber realisierst, was das bedeutet. Und es ist dieses Kind mit der Pistole in der Hand und das auf dem zweiten Bild so zusammenbricht. So, ich wünschte, ich könnte euch gerade zeigen, was ich hier noch mache. Weil ich mache nämlich. Boah, heute meine Photoshop-Künste. Some text layers need to be updated before. Aber. I guess. Okay, jetzt sind sie upgedatet. Danke sehr. Leute, meine Photoshop-Künste. Ich habe gestern wieder neue Abkürzung gelernt. Neuen Shortcut. Ich versuch einfach zwischendurch neue Dinge zu lernen. Ich versuche einfach, weißt du, ich versuche nicht zum richtigen Boomer zu werden, sondern ich will mich nicht vor neuen Sachen verschließen, außer sie klingen dumm und gefährlich. Ne, ich will nicht mein Vater werden oder so, aber ich meine, da bin ich schon längst dran vorbei. Ich will neue Dinge ausprobieren. Und wenn es einfach nur teilweise daraus besteht, Björn, lern mal eine Shortcut. Lern mal eine Photoshop oder eine Premiere Shortcut. Und jedes Mal, wenn ich das mache, ärgere ich mich, weil ich realisiere, wie viel Zeit ich kollektiv die letzten 7 Jahre verschwendet habe. Das ist immer das Großartige daran. Weißt du, manchmal will man gar nicht, dass einem geholfen wird. So, yo, das könntest du so viel einfacher machen. Halt die Fresse. Nein, kann ich nicht. Der Weg, den ich hier mache, das ist der effizienteste, den es gibt, weil den mache ich seit 7 Jahren und ich lasse mir nicht einreden, dass es jetzt noch irgendwie besser geht in irgendeiner Form. Halt die Fresse. Dein Weg ist scheiße und ineffizient. Niemand braucht ihn, ich erst recht nicht. manchmal fühlt man, also fühle ich mich zumindest so, wo ich mir denke, nein, bloß nicht. Das hatte ich auch, glaube ich, bei irgendwas im Stream. So. Trash Tuesday. Jetzt. Batman. Dark. Tomorrow. Schlecht? Fragezeichen. Herausfinden. Wir das tun. Oh mein Gott. Das ist jetzt egal. Weißt du, ich hab gemerkt, dass Leute, dass hier schlimmer meine Tweets sind, oder beziehungsweise wenn da halt irgendwelche Fehler oder so drin sind, dass das Engagement einfach hochgeht. Das wie kann ich Engagement steigern, indem ich einfach meine Blödheit fördere. Indem ich einfach meiner Dummheit freien Lauf lasse. Indem ich mich einfach nicht mehr eingrenze und nicht mehr irgendwie versuche zu kompensieren, meine eigene Blödheit, meine eigene Schusseligkeit, sondern einfach meinem ADHD-Brain freien Lauf zu lassen. Einfach giving in, full control. So, aber dann lass doch mal starten und wir sind auch bei Batman. Le Batman. Le Batman Quark Tomorrow. Und dann müssen wir aber die Musik hier mal ausmachen. Du, 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 du. Feel the Rush. Aber ich muss Footage aufnehmen. Chemco? Was? Der? Chemco? Oh, Leute. Das ist immer so, wenn ich durch den Xbox Store durchgehe. Und so, oh, da ist ein Retro-inspiriertes RPG in Pixelgrafik.
Oh, es kostet aber nur 15 Euro. Und ich warte schon. Ich warte schon jedes Mal, dass dieses fucking Camco-Logo auftaucht. Weil keine Ahnung, was die machen, aber die komplette Business-Strategie von denen scheint momentan darauf aufgebaut zu sein, einfach gefühlte RPG-Maker-artige Spiele für 15 Euro in den Stores zu verkaufen. Das scheint so die Devise von denen zu sein. The game is certainly dark, but is it also tomorrow? Let's find out. Alter, warum ist die Audio so leise? Ich hab den Regler gerade voll hochgeschraubt. Ich habe gerade den Audioregler komplett hochgeschraubt. Ich mach's mal gerade ein bisschen runter. Was ist denn das für ein Edit? Danny Elfman, this is not. Oh Gott! Boah, der war richtige Blowjob-Lippen, Bruce Wayne hier. Holy shit, guck dir das mal an. Das ist. Also da würde ich sofort an alles denken bei der Musik, nur nicht Batman. Hervorragend. Das ist jetzt schon 10 von 10. Das muss doch jetzt schon mindestens eine. Okay, gucken wir mal in die Optiones. Was haben wir denn hier als Optiones? Sound. Oh Leute, oh, Mono oder Stereo. Big im Volume. Ich glaube, wir machen es ein bisschen brighter. Nee. Ja, weißt du, hier ist Mittel. Komm, wir machen es so. Das ist für die richtige Batman-Erfahrung. Für die realistische, echte Batman-Erfahrung. Muss das genau so gemacht werden. Hier. Ich mach's ein bisschen heller, ne? Ich glaube, ich mach's ein bisschen heller. So. Choice. Status Viability. Okay. Radar System. Radar Device. What the fuck? Okay. Radar Range. Rumble Feature, Button Information. Ich möchte nur Informationen über die Buttons. Cutscene-Text. Oh. Damals gab es den Begriff. Subtitles wurden erst nach 2003 erfunden. Gab's vorher nicht. Vorher waren einfach alle. alle Gehörlosen waren einfach fucked. Das war so, oh no. Gibt's nicht. Cutscene-Text hieß das früher noch. Cutscene-Text, was soll das denn? Okay, resume to main menu. Was haben wir denn als extra? Oh mein Gott, ich habe Extras noch gar nicht geholt. Ich muss noch freigeschaltet werden. Ich liebe auch einfach dieses plain-ass Logo im Hintergrund. Was aussieht, als ob einfach jemand vor 5 Minuten eine neue Photoshop-Datei aufgemacht hat. Und einfach irgendwie so ein Standard-Ding drüber gezogen. Ja, brauchen wir. Alles klar, ich habe hier schon mal mit dem Entwurf angefangen. Sieht doch gut aus. Wie? Das ist der. Das habe ich in. Ich habe die Datei gerade auf. Ja, aber es sieht doch gut aus. Können wir einfach so nehmen, oder? Ja, aber. Ja, dann müssen wir natürlich auch weniger bezahlen. Ja, aber ich könnte. Nee, das nehmen wir schon. Alles klar, Jungs. Nehmen wir, können wir machen. No thoughts. New game. Mir kommt dieses Geräusch irgendwo bekannt vor. Oh, ich hab dem Camco Presents. Ich hab dem Discord noch gar nicht Bescheid gesagt. Oh nein! Nein, die Leute wissen doch noch gar nicht, dass es abgeht hier. Dass jetzt richtig Putty ist. Stream-Ankündigung. Father. You are just in time. I am about to set in motion a chain of events that will forever change the history of the planet Earth. He will try to stop you, will he not? I have already anticipated his involvement. If all goes according to plan, you will see him soon enough. Ich sehe gar nichts. Yes, my lord. Aha. It is time. Begin the second phase. Gut, dass ich die Helligkeit yes, hochgeschraubt habe. Warum? Das könnten so Square Enix Einblendungen sein in den Cutscenes mit der Farbe.
Alter, jedes Mal ein Trinken, wenn ein Videospiel so einen Plot von irgendeinem Todeslaser oder so hatte mal. Ist nicht Vampire Rain von Camco? Nee, das war, glaube ich, wer anders. Aber ich meine, die publishen ja eh nur. Deswegen. Aber das ist ein japanisches Ding. Takafumi Yuki. Warte mal, Takafumi Yuki. Takafumi Yuki. So, kein Wunder, dass das so Square Enix Logos hatte. Don't run too far ahead. Don't run too far ahead. LOL! Bruce. Moby Games hat ihn einmal drin für Batman als Game Director. Das war's. Der Typ ist Visual Effects Artist eigentlich. What the fuck? Das ist das eine Spiel, was er gemacht hat und dann war's. Bye! I'm fucking off! Und danach war der halt TV-Produzent und Visual Effects Artist und Produzent. Der hat dieses. Das ist der erste. Der hat so zwei Einträge. Eins für Star Wars Episode 1, Visual Effects Coordinator, und dann für ein japanisches Ding. Und dann kam Batman Dark Tomorrow als Director und dann ist einfach. Das war's. Das ist so, enters the video game industry, releases terrible game, refuses to elaborate, leaves. Wow! Ich wusste nicht, dass das ein japanisches Ding ist. In-game music by Egg. Performed by Royal Philharmonic Orchestra? What the shit? What the fuck is going on? Music. Egg. Warte mal, es gibt noch einen anderen Director? Usch. Warte mal, das war doch gerade ein anderer Director. War dann das andere der Typ nur für die. War das dann Cutscene Director? What the fuck? Ich liebe, wie das richtige, so lange Film-Intro-Cutscenes waren. Ja, guck dir mal an! Der hat so richtige Blowjob-Lippen. Boah, ich liebe, wie gut ich das alles sehen kann. Ich liebe, wie hell dieses Spiel ist. Das war, Leute, wenn das Spiel dunkel ist, dann kann niemand sehen, wie scheiße es ist. Alter, diese PlayStation 1 Sequenzen. Hints, bad cops can be used to restrain enemies. Oh, I'm gonna restrain myself from. Oh mein Gott. What the fuck? Alter, ich sehe ja nicht mal irgendwas. Okay, wie mache ich die? Okay, Y, nee. X. Einfach X drücken. Ich. Scheinbar mache ich was. Scheinbar tue ich Dinge. Ich liebe aber, wie das Menü gut zu sehen ist. Hervorragend. Spiel durchgespielt, hoffentlich. Ich hoffe, das war das ganze Gameplay und mehr kommt nicht mehr. Oracle, what is it? I've intercepted part of a satellite signal directed at Gotham. From? Unknown. Whoever sent this was good. From what I could translate, the message spoke of a large arms shipment. Good work. Find the origin of that satellite transmission and who sent it. You got it, boss. Okay, der eigentliche Director soll Kenji Terada sein. Ja, der war. Oh mein Gott, es ergibt. Oh mein Gott, it makes. Oh, das ergibt auf einmal so viel Sinn. Wisst ihr, wie ich gerade eben meinte, wo ich gesagt habe, diese Intro-Texte könnten aus Final Fantasy sein? Der Director dieses Spiels
ist Szenario-Writer gewesen für Final Fantasy 1, 2, 3 und für die Remakes von, also diese GBA-Remakes von Final Fantasy 2, 1 und 2 und nochmal für das PSP, für das PSP-Remake von 1 und 2. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist derselbe Director wie Kid Clown in Crazy Chase für den Super Nintendo. What the fuck? Oh, ich liebe das. Ich liebe das, diese Verbindungen zu sehen. Das ist hervorragend. Und er hat danach noch ein Spiel gemacht. Life Science Surgical Unit, von dem ich nie gehört habe. Und das war's. Oh. Was? Weil Kemco bisher nur Gameboy-Spiele gemacht hatte, läuft die KI über einen Gameboy-Emulator, weil die Devs sich damit besser auskannten. Oh mein Gott. Oh, wir haben Metal Gear zu Hause. Hä? Oh, The Dark Knight. It is I. Hä? Er macht's aber leider nicht immer. Oh, diese Sprunganimation ist auch super. Jedes Mal, wenn du aufkommst, vibriert auch der Controller. Das geht noch. Ich liebe zwar auch, dass er sich die Hände hochnimmt und dann ab einem bestimmten Punkt, sobald er nach unten geht, guckt er einfach nach... Oh, nach unten. Oh. Hä? So, wie er, du siehst wirklich, wie er in diese Animation durchgeht. Einfach diese zwei Posen. Mehr gab's nicht. Mehr gab's nicht, Leute. Zwei Keyframes, das war's. Zwei Keyframes, dazwischen noch ein bisschen Easing und das war's. Oh, ich bin sogar hier drüber gesprungen. Hervorragend. Okay, ich muss auf die andere Seite, oder? Kann ich da einfach drüber springen? Okay, habe ich irgendwelche? Kann ich irgendwo anders? Weil ich dachte, ich muss auf das andere Gebäude gegenüber. Ich hau einfach das Gebäude kaputt. Boah, ich kann sogar. Baby! Woo! Woo! Na, wer kann das schon? Nach vorne springen, in der Rolle, sich umdrehen, eine Rolle machen. Und dann wieder umdrehen. Okay, was machen denn meine Tasten noch? Oh, ich habe sogar noch einen Kick-Button. Punch, Kick, Punch. Das ist einfach nur Bayonetta. Was, hier gibt es auch Dodge Offset wahrscheinlich. Boah. Schultertasten machen Backflip. Aber nur manchmal. Oder, nee, wenn ich beide mache. Wenn ich beide Schultertasten mache, dann macht Batman unendlich Backflips. Yeah! Ich backflippe Gotham einfach in Sicherheit. Warum sich irgendwie anders bewegen, wenn ich auch überall backflippen kann? Okay, aber ansonsten, ich kann springen. Ich kann sogar einen Sprungkick. Ich meine, ich kann auch einen Sprungklag. Okay. Warte mal, Fingerlight? Ja! Night Vision? Ich liebe, dass Night Vision einfach eine Taschenlampe ist. So ein Decoder-Ring, den Batman vorne trägt. Was haben wir noch? Universal Tool? Ah, hier. Ah! Ah! Ha 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 ha
Auf, auf! My people need me! Ja, da kann ich jetzt einfach hier rüber springen. Fuck yeah! Ich glaube, das war nicht beabsichtigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die beabsichtigte Taktik war hierfür. Oh Gott, mein Kabel hängt fest. Oh Scheiße, ich muss mal kurz. Mein Kabel hängt fest. Weiß ich gar nicht mehr. Oh, das war viel zu gut. Oh, die richtigen Pro-Strats da rausgefunden. Okay, was habe ich denn noch? Ich habe noch mein Bat-Cable. Was mache ich denn mit meinem Bat-Cable? Whee! Bruce, kommen Sie bitte. Nein, Alfred, noch 5 Minuten. Oh, vor allem... Oh mein Gott, du swingst auf dem C-Stick. Oh, fuck, was habe ich denn noch? Batarang? Smoke Capsule? Medical Kit? Oh boy, oh boy. Okay, warte, boah, kann ich hier tricksen? Warte mal, kann ich tricksen? Was, wir machen jetzt so... Wir gehen jetzt so hoch. Wir gehen jetzt so hoch. So hoch, wie ich gehen kann. Einfach in den Nachthimmel Gothams. Dann. Und dann. Warte. Heilige Wäscheleine. Oh, verdammt! Oh. Oh, vielen Dank, Brutik, für die 3 Euro. Vielen Dank. Oh, wieso ist das Trash? Das ist Kunst. Ich habe auf jeden Fall schon mal mehr Spaß als mit allem anderen. Holy, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel hatte, wo ich einfach im zweiten Bildschirm festhing. Okay, ich kann auf jeden Fall scheinbar nicht einfach so zwischen den Sachen wechseln. Die Frage ist nur, ich liebe auch, wie Batman irgendwie scheinbar unten stand und dann jetzt oben ist. Ich frage mich wirklich, was der intendierte Weg ist. Vor allem da stand... So Hilfen hatte ich an. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, was ich machen muss. Wie gesagt, ich kann laufen und backflippen. Weil ich bin ja Bayonetta. So, das ist ja klar. Warte mal, kann ich so... Nee. Schubi! Es ist okay. Es ist okay. Kann man schon mal machen. Kann ich hier hoch? Ja, ich kann hier hoch. Und dann... Whee! Einfach mit dieser toten, emotionslosen Animation. Hee! Yee! Okay. Jetzt gehen wir darüber. Oh, woo! Und whippy! Oh! We did it, Meister Björn. Oh, ich bin schon einen Punkt näher gekommen. Das ist das, was ich unbedingt machen wollte in diesem Batman-Spiel. War einfach über die Häuserdächer Gothams. Meinst du, ich kann das mit einem normalen Sprung schaffen? Doch, ich bin geil genug, oder? Oh, und sogar noch mit einem Kick drüber geschafft. Oh, ich wünsche mir Vampire Rain zurück. Oh, hier gibt's auch mehr Rain, aber zum Glück weniger Vampire. Vielleicht kommen die ja noch. Und... Fast verkackt. Oh, aber immerhin feste Kamerawinkel, Leute, ne? Das muss man dem Spiel auch mal zugute halten, will ich sagen. Also feste Kam... du bist so ein Held, Bruce. Whee!
Okay, was soll da jetzt gemacht werden? Warte, da ist nein! Oh mein Gott, die Kamera. Oh mein Gott, what the fuck? Okay, warte, kann man da irgendwas machen? So, die Kamera ist hier drauf fokussiert. Als ob du da irgendwas... Nein. Als ob du damit irgendwas machen kannst. Weißt du? Oder vielleicht soll ich hier drauf? Warte, vielleicht mache ich es hier mit? Weißt du, mit dem Bat Grapple gehen wir ein bisschen hoch. Psch. Das ist so scheiße. Komm ich überhaupt hoch genug? No. Guess I'm fucked. Scheiß Kameraperspektive. Ja, help, bitte. Gear Deployment. Ich will help. Das ist keine Hilfe. Oh. Bin ich denn... Oh, ich bin wenigstens ein bisschen weiter vorne. Leute, ich hab schon mal... Wir haben den zweiten Checkpoint erreicht für heute. Wir haben schon mal einen zweiten Checkpoint geschafft. Weißt du, wir machen Progress. Es geht voran. Das Spiel ist wahrscheinlich auch nur 10 Minuten lang und deswegen musste man das irgendwie so strecken. Yippie! Okay. Na, jetzt, das sah schon besser aus. So, jetzt müssen wir das Gadget wieder wechseln. Einmal den. Ja! Kann ich auch wieder zurückschwingen? Geht das auch? Nein. Bitte was? Kann ich den Move nochmal sehen? Oh, okay, egal. Ach so, deswegen habe ich gedacht, ich müsste links gehen. Weil ich war so, ja, okay, das nächste. Bei dem nächsten Teil muss ich dann links rüber. Ich weiß auch nicht, was diese Punkte unten sollen, die ich habe. Okay. Also meine einzige Idee ist es, hier wirklich versuchen, drüber zu schwingen. Aber ich habe keine Ahnung. Oh, scheiße! Oh, wir hätten es fast geschafft. Kann da Resident Evil 4 noch mithalten? Weiß ich nicht. Oh, ich glaube, wenn ich diesem Spiel ein Gebäude hochläuft, geht ein Fenster auf und Hideo Kojima schaut raus. Ich finde das einfach so geil. Das ergibt einfach so Sinn, dass das ein japanisches Spiel ist. Das ergibt, weil diese Art von Jank, diese Art von schlechtem PlayStation 1 Spiel, aber für die sechste Konsolengeneration gemacht und dann aus irgendeinem Grund noch einen Lizenztitel, keine Ahnung, wo die her hatten, von Batman. So, das war zum Glück noch vor Batman. Ich meine, gut, die mal wieder läuft. So, als ob er den Schulbus gleich verpassen würde. Okay, machen wir das nochmal. Ich frage mich, ob ich eigentlich von hier aus besser nach da hinkommen könnte, aber... I don't know. Ich meine, das Spiel will ja auch, dass ich da hingehe, ne? Das Spiel will ja, dass ich so... Jazam! Jasulke! Und dann meinen geilen Baggy-Book-Clip mache. Kann ich hiermit was machen? Kann ich diese Kiste vielleicht schieben? Oh, Tankbär, vielen Dank für das Prime-Abo. Leute, wusstet ihr schon? Oh. Kennt ihr das auch? Da möchte man mal wieder diesen Monat seinen Lieblingsstreamer unterstützen. Aber man hat leider kein Geld mehr. Aber ist Amazon Prime-Kunde aus irgendeinem Grund? Dann könnt ihr jetzt nachgucken, ob ihr ein gratis Amazon Prime-Abo zur Verfügung habt und das einfach mir geben. Wow, crazy. Oh, werdet auch Teil der Umverteilung 2022. Okay, vielleicht von hier. Vielleicht kriege ich so ein bisschen mehr Schwung. Und dann... Und nochmal. Oh, ich kann da einfach drauf stehen, okay. Ich dachte, ich würde da einfach runterrutschen, aber scheinbar kann ich direkt die krasse Combo machen. Und jetzt hier weiter. Und boah, Backflip.
Batman einfach fucking extra. Batman einfach... Also ich muss sagen, Batman schon ziemlicher Poser. Batman schon ziemlicher Poser ist so. Ja, ich könnte doch einfach ganz normal springen, weißt du? So, das geht schon. Aber das wäre schon geiler, wenn ich halt so richtig geil springen würde. Weißt du so? Und dann einfach jetzt mit einem fucking Backflip. Und voll gegen die Decke gedonnert. Danke, Bruce. Du Held. Oh, ich hoffe, es war es wert, ein TikTok-Star dafür zu werden. Für den Stunt. Weißt du, macht seinen scheiß Backflip und klatscht dann einfach mit den Füßen gegen die Decke. Ich komme nicht drauf klar. Es wäre nur noch besser, wenn das Ding begrenzte Checkpoints irgendwie hätte. Das wäre wirklich das Einzige, was dieses Spiel noch besser machen könnte. Das wäre, wenn es begrenzte Checkpoints aus irgendeinem Grund. Keiner weiß, was das bringen würde oder warum. Aber die Entwickler würden schon einen Weg finden. Oh, geht gut. Ja, danke. Das ist der Batflip. Amazon Prime ist schon praktisch. Ich bin ja auch Amazon Prime Kunde. Ich gebe ja mein, aber ich gebe auch mein Prime Abo jeden Monat immer brav ab, weil ich es nicht an mich selber verteilen kann. Okay, wir versuchen den ganz normalen Weg. Wir sind nicht cool. Wir sind nicht cool. Wir sind einfach ganz normal Batman. Wir sind heute einfach Casual Batman. Casual Man. Dass sie das wirklich eingebaut haben, je nachdem mit welcher Taste du machst, machst du diesen Forward oder diesen Backward Flip. Und ich habe keine Ahnung, warum. Okay, da hinten muss ich jetzt hin. Kann man hier hoch? Hier kann man auch garantiert hoch, oder? Komm, Batman. You can do it. I can bet on you, man. Okay. Ich habe halt Angst, zu weit zu springen. Okay, aber da kann ich nicht hoch. Okay. Da komme ich, glaube ich, nicht drüber geschwungen. Ich liebe auch, dass einfach diese Items hier drin sind, ohne dass du jemals die irgendwie erklärt bekommst. Vor allem, ich weiß nicht, warum ich hiermit nicht einfach schwingen kann. This I don't get. So, warum kann ich... Ich kann mich halt nur drehen. Haha! Get fucked! Ah ne, warte, das ist mein... Ich hätte fast mein Universal-Item eingesetzt. Aber das wäre hier zu universal gewesen an der Stelle. Das ist nicht gut. Weißt du, Sachen, die einfach zu universal sind. Vor allem jedes Mal diese Animation sehen zu müssen. Muss es denn sein, Bruce? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich darf einfach mal so ein bisschen springen. Ich bin dem Bat-Signal schon ein bisschen näher gekommen. Must you do that every time? What's wrong? We've reports of a massive shootout in Gazette Square. The reports also say that the gunmen are wearing elaborate masks. Black Mask and his gang of false facers. And that they're fighting against a lunatic holding a wooden dummy. Scarface and the Ventriloquist. Another turf war. I'm afraid it's worse than that. Somehow these clowns got a hold of some pretty high-tech weaponry. Military Cashman. Understood. Ja, Batman Superkraft ist definitiv Geld. That came from Gazette Square. Dispatch, this is the commissioner. Radio the task force and tell them to report to Gazette Square ASAP. Ich verstehe immer Gazette Square. Good luck. Aber ja, diese Cutscenes sehen einfach aus wie von der PlayStation 1. Nur ein bisschen höher aufgelöst. That explosion registered on all of my sensors. Watch out for structural damage to some of the older buildings. Anything else? Yeah, it looks like Black Mask has got gaming. Taken control of the surrounding area. Keep me updated. Batman out. Have fun. Now loading. What the fuck? What the fuck? Boah, ich muss jetzt das Ding hier auswählen, damit ich die festnehmen kann. Warte, lass mich doch mal kurz deine Kollegen festnehmen. Weißt du? Oh Gott. Wie in den Filmen immer.
Da musste, Batman auch immer kurz stehen bleiben, um die Leute zu verhaften. Hör mal so, hier, da, darum. Oh, Batman, warum kannst du nicht einfach auch mal einfach normale, nimm einfach so Tranquilizer-Pistolen. Oh, CD gefunden! Bonus-Item! Yeah, baby! Oh, Leute, wir können nachher zumindest irgendwas im Extras-Menü ansehen. Warte, hier geht's auch noch links rein. Das habe ich auf der Karte gesehen. Oder? Die Karte zeigt mir, dass es da irgendwo reingeht. Aber es ist auch leider Batman, den ich spiele. Oh, wie cool, dass mir die Disc die ganze Zeit jetzt angezeigt werden muss. Hervorragend. Gaming. Das ist einfach Shinra HQ, was wir... Sag mal, hast du noch alle? Alter. What the fuck, wo soll ich überhaupt hin? I can't see anything. Ja, kann ich hier hoch? Da soll... Okay, whatever. Oh, ist ja Hotline Miami einfach. Bye. Aber Hauptsache ich hab mein Universal Tool damit dabei. I need my tools. Okay, wo ist der Albert jetzt hier? Wo ist denn der? Oh, zum Teufel ist der lang gegangen. Wait, muss ich mit der Hostage oder sowas machen? Muss ich die auch noch festnehmen? Okay. Ich meine, da blinkt irgendwas, aber da ist ja irgendwie nichts mehr. Einfach Exit. Einfach die Tür aufkicken, weißt du? Man muss auch einfach mal ein bisschen mit Gewalt kommen. Einfach mal Tür aufkicken. Wenn im Leben nichts mehr hilft, einfach Türen aufkicken. It's tool time. Eine hervorragende Wohnung, möchte ich nur mal anmerken. Richtig, richtig gute Einrichtung. Okay, muss ich hier irgendwas machen bei dir? Muss ich mein Tool einsetzen? Muss ich mein Fingerlight ein? Oh, Zeit für mein Fingerlight. Okay. Night Vision, da Universal Tool. Was so ein fucking Lego-Game. Ah! Oh. Ja, ich habe keine Ahnung. Kann ich wieder rausgehen? Nee. Ich habe ja auch sonst keinen Interagier-Button oder so. Ich kann einfach ein bisschen punchen und kicken. Den guten CRT-Fernseher. Was? What? Jetzt klaut der auch noch? Alter, ich dachte mir, Bruce Bane hätte genug Geld, um sich einfach die fucking Zeitung zu leisten. Scheinbar nicht. Guess I was wrong. Du wirst einfach kein Milliardär, wenn du selber deine Zeitung bezahlst. Das ist der Fehldruck, den viele machen. Na, die denken, wenn ich mir einfach jeden Tag meinen Kaffee nicht kaufe, dann werde ich Millionär. Nein, das ist die Zeitung, die du nicht kaufen darfst. Oh, okay. Das dritte Mal, wo ich A-Knopf gedrückt habe, da funktioniert es auf einmal. Okay, oder doch nicht. Okay, aber jetzt einfach stehen bleiben. Bloß keine Taste, bloß nichts anderes drücken, außer A. Das ist wieder eines dieser Spiele, wo du dich nicht bewegen, wo du den Stick nicht in irgendeine Richtung drücken darfst. What the fuck? Das war nicht geplant. Woher soll ich denn wissen, dass die Autos hier explodieren? Oh Gott, war bestimmt ein Tesla. Das hat aber mit den Schüssen gar nichts zu tun. Oh boy. Oh, wir haben doch bestimmt schon... Ach komm Leute, wir haben doch bestimmt schon 10 Uhr oder so, ne? Es ist doch... Wir sind doch bestimmt schon 3 Stunden am... Viertel nach 7, ja. Okay, cool. Oh, nicht mal eine Stunde dran. Oh boy. This is some mighty fun. Okay.
Warte, nein, ich wollte da hoch. Weil ich kenne mich wie Batman. Schleichen. Aus der Nacht. Warum ist das Auto schon kaputt? Warum ist der Typ nicht mehr da? Mama? Ich meine, vielleicht sind halt wirklich, das ist die Alley, wo meine Eltern gestorben sind. Und mich reich gemacht haben. Die versagen. Ah! Was ist. Oh mein Gott. Ja, noch. Komm, explodier nochmal. Ja, oh, sorry. Für die echte Theatralik. Ich muss nochmal aufstehen. Ich muss nochmal aufstehen, um richtig wieder tot hinzufallen. Alter. Ich hoffe, dass es jetzt aber, wenn das Auto hinten schon kaputt ist, dann hoffe ich, dass jetzt das, was auch da einmal explodiert, ist die drei Sachen, die auch wieder kaputt sind. Doppeltot. Einfach gestorben und dann nochmal für die Theatralik nochmal sterben. Okay, so. Sicherheitshalber machen wir jetzt einen Sprungkick. Weißt du, das müssen wir machen für gutes Glück. Nochmal Sprungkick, die Treppe runter. Immer wenn ihr irgendwo runterspringt, immer Sprungkick. Vielleicht einfach schleichen, weißt du? Vielleicht kann ich einfach, wenn ich ganz leise bin. Bin ich ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig hier lang gehe. Und keine Geräusche machen. Dann wäre. Es sieht so aus, als ob Batman explodiert am Ende. Oh, so die ganzen Schüsse drauf und dann die Explosion. Okay. Okay, wo ist mein Battery? Mein Bullet Repellent Bat Spray. Oh, erstmal Zeitung lesen, weißt du? Erstmal Zeitung lesen. Oh mein Gott, das ist ja wirklich voll viel Text. Okay, Batarang. Vielleicht kann ich meinen Batarang. Oder ich mach meine Smoke Capsule, weißt du? Ich gehe jetzt einfach an diesem PlayStation 1 Feuer vorbei und. Was? Nein, throw. Einfach so? Oh, es hat hervorragend funktioniert. Oh, genau, Bruce. Stell dich einfach tot. Bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen, solange. Kann ich mein Toolstore wechseln? Oh, ich mach mir ein bisschen Lebensenergie wieder rein. Oh, Ärzte hassen diesen Trick. Okay. Ich mach jetzt einfach mein. Kann ich mein Bat-Cable einsetzen? Nein. Okay, Leute, was ist die Taktik hier gerade? Warte, okay. Wo muss ich überhaupt lagen? Nach rechts, ne? Okay, warte, ich stehe jetzt einfach auf. Und dann. Warum? Ich hab doch noch volle Lebensenergie! Was sind das eigentlich für Explosionen die ganze Zeit? Ich kann einfach aufstehen und es ist direkt wieder hingefallen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Oh, weißt du, ich wünsche mir doch God of War herbei. Weißt du, warum jetzt nicht einfach wie in God of War, dass jetzt irgendwie Atreus ist? Oh, ich glaube, wir sollten das mal versuchen. Oh, Kratos, listen. Okay, wir versuchen jetzt mal richtig clever zu sein. Okay, was könnte ich theoretisch... Ich kann hier hinter stecken bleiben, ne? Warte, meinst du? Oh, Batman hat einfach die Bombe gedroppt. Also ich dachte, ich könnte ja irgendwie so fresh bleiben. Also wir machen jetzt einfach mal so. Geht das nicht? Oh.
Oh, kann ich wenigstens backflippen? Oh, ich kann einfach durchs Feuer... Nee, okay, nee. Ich dachte, ich könnte so ein bisschen backflippen. Okay. Okay, ich hab noch... Aber es geht noch. Es geht noch. Batman Year One, ja. Rechts vom Startpunkt aus ist doch noch ein kleiner Weg. Ja, aber das ist ja so diagonal, dass ich da irgendwie nicht drankomme, ne? Das ist die Sache. Kann ich da rein? Oh mein Gott! Ich dachte, das wäre einfach... Das sieht aus der Minimap aus wie eine Wand. Das sieht einfach aus wie eine Wand. Warum ist das so ein schmaler Weg? Oh, fuck. Warum dreht die Kamera sich nicht nach da um? Aber Gott sei Dank bin ich Batman. Gott sei Dank bin ich Batman und laufe, als hätte ich gerade irgendwas in der Hose. It's the Batman. Oh, no, it's the Batman. Ah, fuck, ah, fuck, ah, fuck. This is not the Batman! I swear I'm not the Batman! Yee! Ah, verdammt. Oh. Okay, warte. I don't want to be the Batman anymore. Aufs Maul. Ab in die Dunkelheit. Das war's doch jetzt bestimmt im Spiel, oder? Das sieht wirklich aus. Das Feuer sieht aus, als wäre es irgendwie aus Final Fantasy 7 oder aus Resident Evil 3. Das sieht wirklich so aus. Den hat doch einfach bis zum Schluss niemand gesagt, dass die ein GameCube-Xbox-Spiel machen. Die dachten doch wirklich, sie entwickeln noch für die PS1. Das ist das Spiel des Jahres 2003. Guck dir mal die Animation an. Der muss nicht mal die Arme ausstrecken, der macht einfach nur... Aber du musst mal gucken, ob du es sehen kannst, aber Batman hat richtige Blowjob-Lippen. Batman immer mit Duckface unterwegs auf Instagram. Yeah! Da kredenzt Björn ja mal wieder einen ganz edlen Jahrgang. Now loading. It's the Batman! Ja, das sind deine Augen, Anneke. Das ist für uns alle ist das super hell, dieses Spiel. Ja, das deswegen, ich musste das halt runterschrauben, weil man sonst einfach aufgrund der Helligkeit nichts mehr gesehen hat. Könnt ihr einfach mal länger liegen bleiben? Nein. Sarkasmus wäre anders. Guck dir das mal an, das ist einfach, wir sind in Raccoon City einfach gelandet. Ich gehe gleich um eine Ecke und dann kommt Jill Valentine mit Tank Controls vorbei. Und Nemesis. Kann ich eigentlich Civilians auch kloppen? Nee, ne? Das mache ich schon im normalen Leben genug mit denen. Ich liebe einfach, wie alle Waffen haben. Wie alle Schusswaffen haben. Einfach am Anfang hat das Spiel hat dich noch voll genatzt. Das Spiel hat noch so vorgegaukelt, du hättest irgendwie normale Gegner, die mit Nahkampf auf dich zurennen. That's a lot of teller. I know. It's my Tellersammlung. It's my little Tellersammlung. Komm schon. Und. Ja, Bruce Wayne ist einfach, muss nachher wieder zum Obi noch ein paar Kabelbinder kaufen. Alfred, ich brauche neue Kabelbinder. Oh, help! Ich help! Oh, voll weggekombot. Voll weggebatman. Ich habe sie, weißt du, die haben jetzt voll die Bruises am Körper. Aber mir ist das Wayne. I'm gonna call the police.
Guck dir mal dieses Feuer an. In 280 FPS. Ich wollte gerade sagen, Highspeed-Feuer. So, auf einem, 100, auf einem 144er Monitor kannst du es noch richtig wertschätzen. Da brennt das noch viel schneller. Oh, die dachten sich Dark Tomorrow, das Spiel kommt morgen raus und das mit dem Dunkel kriegen wir auch noch hin. Ja, das ist, ich hab einfach das Gefühl, das ist, oh Leute, das Spiel sieht scheiße aus. Wer macht es einfach dunkel, dann sieht's keiner. Technisch gesehen war das Spiel 4 Jahre lang in Entwicklung. Oh ja. Technisch gesehen war meine Bachelorarbeit auch 1,5 Jahre in Entwicklung und nicht 2 Wochen, in denen ich sie tatsächlich geschrieben habe. Technisch gesehen war das 1,5 Jahre, die ich an meiner Bachelorarbeit gearbeitet habe. Alle Professoren von Björn, die definitiv ins Spiel kommen. Ja, technisch gesehen habe ich auch gar nicht die Hälfte meiner Bachelorarbeit irgendwo abgeschrieben. Oh. Plagiat! Nein, nein, aber mit. Das war vereinbart. Das war vereinbart. Mit wem? Mit dem, von dem ich abgeschrieben habe. Das interessiert eigentlich die Prüfenden nicht. Ja, aber ich schreibe ja nicht einfach Wort für Wort ab, weißt du, ich bin ja nicht blöd. Ich bin ja nicht irgendwie hier einer. Ich bin ja hier kein Schreiber für AVGN oder so. Aber ich habe es einfach nur als Vorlage genommen und dann davon die Infos genommen. Weißt du, anstatt einfach seine Bachelorarbeit von anderen Quellen abzuschreiben, wie du es sonst immer machst, einfach nur Zitate hier und links, rechts reinballern, habe ich mich einfach an einer Sekundärquelle bedient. Ja, der geht einfach mal gerade. Vereinbartes Plagiat heißt. Weißt du, das ist wie, wenn du deine Hausaufgaben abschreiben darfst. Das ist auch legitim. Ich habe 14. Ich habe 14 Friend Requests beim Epic Game Store. So viele Leute benutzen den doch nicht mal. Also so wie ich das immer mitkriege, wie Leute den Epic Game Store hassen, wundert es mich, dass ich überhaupt eine Freundesanfrage darauf habe. Die CD nicht mitgenommen. Wo war deine CD? Aber jetzt kann ich ja nochmal sterben. Als ob ich hier irgendwo eine CD sehe. Leute, das ist nicht der 100% Run. Das ist nicht Mr. Bean. 100% ist nur... Ja, Bomber hatte das auch vorgeschlagen. Oh, da ist die CD. Bomber hatte das... Nein, Bomber hatte auch vorgeschlagen als Bestrafungsstream beim nächsten Mal, dass in die Auswahl auch Not bothered. Dass ich dann in die Auswahl eben auch Fortnite mit aufnehme. Fortnite. Ich habe noch keine Sekunde Fortnite gespielt. Ich könnte auch Genshin Impact mit reinnehmen in den Bestrafungsstream. I know those are games. Ja. Bestrafungsstream. Björn muss mindestens 20 Euro im Genshin Impact Stream ausgeben. Das ist aber sehr schön, was du gemacht hast. Was ist denn das? Dein Mast. Hast du das gerade eben gelernt, wie man das macht? Nein, das habe ich sehr früh entdeckt. Now I use it to stim. Oh ja, nee, ich musste meine ganzen Stim-Sachen wegpacken, weil ich sonst einfach zu sehr am Stim bin. Ich hatte hier diesen Plopper, wo du diese ganzen Gummiblasen umdrehen, umploppen kannst. Ich weiß nicht, wie man das richtig nennen soll. Was der Fachbegriff dafür ist. Weißt du, wo du halt so ein Gummi halbe... wie soll man das... Weißt du, wo du einfach so von der einen zur anderen Seite die Löcher halt ploppen kannst. Keine Ahnung. Das Ding hatte ich. Fachjargon. Ja, exakt, so heißt der auch. Komplett beschrieben. Ist so 50 Worte aneinandergereiht. Sieht sogar halbwegs gut modelliert aus. Ich habe 100 Stunden Genshin Impact geschrieben. Das ist ein guter Videotitel. Ja, nein, der gute Videotitel ist, ich habe in einer Woche 100 Stunden Genshin Impact gespielt. Das ist der Videotitel, das habe ich auch beim letzten Mal vorgeschlagen. Das ist eine von diesen bescheuerten Ideen, die in meinem Kopf rumschwirren, weil das wären im Schnitt 14 Stunden am Tag. Ja, 14 Stunden Genshin Impact. Du weißt dann halt, dass du nichts anderes machen kannst in der Zeit. Ja, dann darf ich nicht arbeiten. So, genau. Das ist deine gesamte Arbeit. Jubi! Yay! 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 Kick! Warte mal, kann ich denn hier wenigstens drin schwingen oder so? The Bad Cable. Das ist ein Korkenzieher. Hui! Nee, kann ich nicht. Kann ich leider nicht. Zum Glück habe ich aber Night Vision. Ich liebe auch, wie die sich die ganzen Gadgets drehen müssen, wenn man die auswählt, damit man die noch besser sehen kann. Okay, warte, ich muss wahrscheinlich hier wieder A drücken, ne? Aber vorher stehen bleiben.
Warehouse District, Loading. Oh, ist das Spiel gleich vorbei? Immersiver Loading Screen. Ja, dieser Loading Screen, das sieht aus wie das Menü von der PlayStation 2. Okay, wow, Alter, wie viele Feinde sind denn da? Komm hier alle um die Ecke. Ihr traut. Ja, jetzt haben sie sich getraut. Ja, aber ich habe aber meinen Rundumkick gemacht. Da traut er sich aber blöd. Don't have too much fun now. Ja, ich. Das ist okay. Ich muss es nur schaffen, zwischendurch auch ein paar von den Nasen irgendwie festzunehmen. Weil sonst steht die Hälfte halt wieder auf. Und die müssen ja früh ins Bett. Die müssen ja noch in die Haier, weißt du? Vorm Sandmännchen. Vom Crime-Männchen. Vor dem Verbrechermann. Gusch. Oh, fuck, ey. Alter. Ich hoffe, ich habe jetzt alle da drin geholt in diesem Tohuwabohu. Oh, Festnahme-Kombo. So, jetzt erstmal richtig einen abschlürfen. Ich bin nur froh, dass das zwischen Checkpoints und wenn ich sterbe, wieder aufgefüllt wird. Die Laufanimation ist echt Bombe. Oh nein, ist abgeschlossen. Ich bin Verbrechermann, ich gehe an die Verbrecher ran. Warte, wo müssen wir denn hin? Ne? Also wir machen Krach auf dem Autodach. Krach, Krach, Krach auf dem Autodach. Da, 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 da. Wieso geht das nicht? Batman! Oh, okay. Einfach so. Ne, geht nicht. Jetzt darf ich. Okay. Kann ich auch hier rüber? Oh. Wo soll ich eigentlich hin? Was ist mein momentanes Ziel? Scheinbar nicht hier in diese verlorene Gasse reinzugehen. Habe ich mich gerade irgendwie in die Scheiße manövriert oder? Hier kann man doch. Oh, Alter, guck dir das an! Oh, Scheiße! Da, 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 da. Und dann meint ihr, bei Batman im Kopf geht wirklich die ganze Zeit einfach nur so, na 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 na. Nichts anderes, ohne Batman auch zwischendurch zu sagen. Oh, pass auf, jetzt bin ich richtig sneaky. Oh. It's the Bat! Na? Na, kommst du? Na? Hä? Grünstich Günther, komm her! Trau dich! Lampen-Lennart, los! Mach mal! Sichtkegel Siegfried, so. Oh, voll weggekickt. Ich hätte auch dran vorbeischleichen können, aber da hätte ich ja die Bösewichte entkommen lassen. Das wäre ja nicht gut gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist schon mal wieder sehr gut. Ich laufe schnell hier hin. Na, wo ist der Batman Dark Tomorrow No Damage Run? Wait, what? Okay, warum wechselt die Kamera jetzt? I don't know, ich gehe einfach weg. Lass mich einfach in Ruhe. Ich bin nicht Batman. Wo muss ich rein? Kann ich einfach hier einfach schnell durchspringen? Oh Gott, okay, hier lang? Kommen die noch hoch? Da ist eine Leiter. Oh boy, oh boy. Ich liebe, wie Batman die Treppe nicht runtergeht. Kann hochlaufen, wenn ich hier runtergehe. Ah! Ah! Okay, Leute, das ist ziemlich uncool von euch. Brauche ich hier irgendwie ein Gadget oder so? Go, go, Gadget! Fingerlight! Yay! Go, go, Gadget!
Nachtvision. Piu. Piu. Okay. Wie ich sehe. Aha. Ja. Aha, aha, ja. Okay. Hervorragend. Ja, ich hab sehr viel gesehen. Ich versuch mal hier rüber zu schwingen. Mal sagen, ich bin auf World Record Pace dafür. Arkham Asylum viel zu voll nach diesem Spiel. Ja, Arkham Asylum vor allem viel zu toll nach diesem Spiel. Das will man doch nicht. Es ist der Michael Keaton Batman. Ich hoffe, das ist gar kein Batman. Wenn Hideo Kojima tot wäre, er würde sich im Grab drehen. Warte mal, was ist das denn hier? Kann ich damit interagieren? Oh cool, jetzt kann ich das Ding an. Jetzt kann ich das Ding an. Ich liebe wieder keine. Das ist die Treppenanimation. Einfach Milliardär, kann ich mal Treppen runtergehen. Hat er einfach nie gelernt. Oh, sorry, haben dir das deine toten Eltern nicht beigebracht? Okay, was haben wir noch? Typ. Kann ich euch irgendwie befreien? Oder kann ich euch einfach noch mehr festketten? Guck mal, Alfred, 3 Stufen noch einmal. Oh, look, Alfred, face first. Ich liebe diesen One-Punch-Man. Noch immer diese verschiedenen Kamerawinkel. Aber das soll doch irgendeine Form von Metal Gear sein, oder? Warum hast du so viele Lebenspunkte? What the shit? What? Menacing! Bosskampf? Bosskampf. Erstmal fett ein abschlürfen. Okay, Batarang. Black Mass 360. Okay. Komm her. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Und ich hab keine Ahnung, wo ich bin. I'm basically handicapped Batman. Oh mein Gott, der Ausweichmove! Der hat einfach auch so ein Nanoskelett wie aus Edge Runners. Sup! Oh boy! Oh fuck! Ja. Weißt du, was ich jetzt als Taktik mache? Ich mache jetzt einfach Taktik draufrennen. I don't give a shit. Die Taktik ist jetzt auf die Fresse. Oh boy.
Das ist der mit, mit den 200 Lebensenergiepunkten. Oh, nee, jetzt habe ich noch das andere noch ausgewählt. Oh Gott. Oh, jetzt muss ich den... Ja, einfach wieder 200 Lebenspunkte. Ich krieg's kotzen. Boy, meine Fresse, ey. Ja, komm, steh nochmal wieder auf. Ist okay. Alter, ich hab dich doch gerade weggekickt. Hör mal auf, über mich so rüber zu Eddie Guerrero. Alter, steck mal den Controller in den zweiten Slot. You'd like to play shitty video games. How did you know? Boah. Warte. So. I'm taking your personality now. Ich liebe, wie das Licht auch ausgeht. Du musst 3 Ingame-Tage warten, damit er als Altersschwäche stirbt. Ich liebe einfach, wie er sich hinstellt und einfach nur in die Ecke irgendwo schießt. Okay. Vor allem die Kamera geht jetzt natürlich auch in dem Moment aus. Kann ich hier einfach... Weißt du, kann ich nicht einfach hier so drüber springen? So Batman-Style? Ich bin doch immer ein Batman. Weißt du, ich sollte doch einfach Dinge machen, die halt mehr Batman-artig sind. Warte, wo ist der? Der ist doch dahinter, ne? Alter, weißt du, ohne Kamera, ohne Karte und dann mit so einer Kamera... Da musst du aber Orientierungssinn aber auch auf 200 gelevelt haben. Oh, fuck yeah! Oh! Was? Wait, what? Wait, what? Ooh! Oh! What's the matter, Madman? Was ist das für ein Kampfsystem? Oh, I'd rather not. Können wir nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, Mau Mau spielen oder so? Immerhin kann ich einfach liegen bleiben und die Lebensenergie wieder hochziehen. Ich liebe, wie ich ihn an den Schüssen orten muss. Okay. Ich glaube, noch nie hat irgendeine Person diesen Boss jemals geschafft. Alter, stell dir mal vor, du kriegst das geschenkt. Stell dir mal vor, Oma, ich hätte gern das neue Batman-Spiel für die Nintendo GameCube. Aber bitte nicht Dark Tomorrow, alles außer Dark Tomorrow. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Batman-Spiele auch nur ansatzweise so schlecht sind. Das ist also alles da dran, auch dieser Game-Over-Screen und so. Ich liebe auch Choice. Einfach statt Select ist es einfach so Choice. Continue. Na, das Spiel erinnert dich nochmal daran. So, das ist, wir zwingen dich hier nichts zu. Das ist deine Wahl, die du hier gerade triffst. Continue oder hör auf. Willst du dich weiter quälen? It's your choice. Oh, ja, wir haben Revolver Ocelot zu Hause. Oh, fuck, ey. Okay. Also ich meine, die Batarangs, die bringen ja nichts, ne? Diese Bat-Boomerangs, die bringen ja scheinbar nichts, wenn der halt einfach eh zur Seite in eine andere Paralleldimension ausweicht. So, was soll ich da großartig machen? Der hat einmal getroffen, aber das war der vierte oder so. Und da war ich dann eh schon tot. Ansonsten, ich habe mein Tool. So, ich kann ihn nicht einfach so aus dem Stand festnehmen. Ich kann mit meinem komischen Tool nichts machen. Lebensenergie ist nur für mich. Ich weiß nicht,
so diesen Grapple und so kannst halt auch nicht einsetzen. Das heißt, das Einzige, was vielleicht noch theoretisch gehen könnte, wäre die Rauchbombe. Das Problem an der Rauchbombe ist aber auch, dass du die nicht einfach so werfen kannst, sondern du musst dann in die Ego-Perspektive gehen. Und dadurch, dass die Kamera so verwirrend aufgebaut ist, in Kombination mit der Dunkelheit und dem schrecklichen Level-Design, macht es das unfassbar schwer, irgendeine Form von Übersicht. Ich sage nicht Übersicht, ich sage einfach eine gewisse Form von Übersicht. Da müssen noch eigene Unterkategorien für erschaffen werden, um das definieren zu können. Aber das ist... Also wirklich... Bruce! Brutze! Okay, alles klar. Kann ich denn nochmal was anderes machen? Also ich kann mehr Bomben mitnehmen. Stealth Mode. Defensive Mode. Offensive Mode. Ja, weil diese Shredderbangs, die bringen mir halt nichts. Ich mach mal Gasbomben. Weißt du, ich gas ihn jetzt einfach zu. Weißt du? Wir machen jetzt mal richtig den Deutschen hier und jetzt, komm schon. Wo ist der? Wo ist der? Du bist hier um die Ecke. Alter, das ist so geil, wenn die Kamera sich die ganze Zeit dreht. Oh, ich habe wieder vergessen, mein Tool anzulegen. Alter, ich war in einer Cutscene. Ich hatte fucking Cutscene-Iframes, okay? Kannst du gar nichts gegen machen. Oh. Okay, die beiden haben wir. Sad. Okay, den. Ich meine, ich kann meine Lebensenergie gleich eh wieder auffrischen. Das ist okay. Jetzt muss ich den Heino noch töten. Heino von Beino. Der einfach schon wusste, dass ich um die Ecke komme. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Ob er irgendwie durch Kanister sehen kann. Aber er hat es definitiv geschafft. Okay, alles klar. Kann ich das überspringen? Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Okay, also ich gebe mir erstmal mit meiner Fingerpistole ein. Finger bang bang. So, jetzt gucke ich die. Jetzt gucke ich so. Was machen wir denn? Oh, eins, zwei. Hab ich dich! Ja, kannst du dich auch bewegen? Ich liebe, wie er einfach für immer jetzt da dran gelockt ist, außer ich nehme ihm die Taschenlampe wieder weg. Sobald die Taschenlampe da ist, ist er so, nein, ich bin ein Geist der Nacht. Kannst du es irgendwie bedienen oder so? Weißt du, dass ich irgendwas anderes machen kann? Nee, ich kann es auch noch kaputt hauen, okay. Okay, dahinter ist der, ne? So, vielleicht wenn ich hier... Aha! Er hat's vollgebracht. Er hat's gar nicht gesehen. Er hat's gar nicht erst durchschaut. Ich weiß nicht, kann ich einfach wieder gehen? Kann ich einfach nach Hause fahren oder so? Haha, du kriegst mich niemals hier. That's me, I am the freak. Wo ist der? Boah, Leute, wisst ihr, wie gut das funktioniert, wenn die Kamera die ganze Zeit so wegdreht und man nicht weiß, wo der Gegner ist? Ja, hervorragend.
Danke sehr. Weißt du, diese feige Weglauftaktik, die würde ja noch funktionieren, wenn das Spiel nicht bei jedem Treffer auf den Gegner locken würde und dann hast du diese festen Kamerawinkel noch und es ist einfach so eine Katastrophe und es ist so, ja, Metal Gear Solid hat doch feste Kamerawinkel. Ja, aber Metal Gear Solid hat die eben auch immer auf der Horizontalen platziert und nicht einfach random gewechselt. Das ist die Gameboy-KI, ja. Oh boy. Okay, also die Waffen scheinen nichts zu bringen, die ich habe. Ich muss einfach nur lernen zu cheesen. Oder kann, ist das aus? Oder kann ich das? Weißt du, vielleicht kann ich auch einfach gehen. Vielleicht gibt es einfach so diesen Based Move, dass ich einfach abhauen kann. Weißt du, jetzt habe ich das ja geöffnet. Oh, I'm going sicko mode. Ja, die KI ist definitiv, die ist auf jeden Fall hervorragend. Also kann man nicht anders sagen. Also da gab's einfach nichts Besseres. Zu der Zeit. Das ist schon Nonplusultra. Das ist schon 10 von 10. Ich liebe auch, wie die KI einfach nur so nach hingucken. Dann, zack, oh, vor und zurück. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Vielleicht komme ich ja so an hinten dran. Da, 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 da. Nee, du hast mich... Der hat mich einfach voll gesehen auf dem Dinger, natürlich, sofort. Sofort hat er mich gesehen. Lässt du das? Aua! Ich hab gesagt, das tut weh! Dummbatzmann. Richtig uncoole Sau ist das. Von all den Männern definitiv der uncoolste. Wird auch Uncoolmann genannt von uns allen. Und schupp. Ich liebe, wie die Musik einfach ausgeht. Ja, klatsch, klatsch. Klick, klick. Ja, boah, ich mach die ganzen Lichter aus, Mann. Guck dir mal, wie ich die ganzen Lichter ausgemacht habe, Mann. Batman. It is I, Batman. Warte. Muss noch austrinken. Ich weiß nicht, wie gut das mit dem Mikro funktioniert. Ich habe jetzt auch kein Glas, aber das sollte, glaube ich, gehen. Oh, Batman! It is I! I trapped you in my trap! It is dark! And you have to live with my shitty controls, Batman! Ah, yeah! Ah, see... You just lived in the darkness, but I was born in it, molded by shitty games. Ah. Warum gibt's eigentlich keine AVGN-Folge von dem Spiel? Was ist da los? Boah, okay. Black Mask. I'm gonna go full mask off jetzt. Oh, you have no idea how racist I am. Oh Gott. Oh, das neue H-Bomb-Video ist so geil. Es ist noch nicht draußen und ich habe es schon 5-mal gesehen. Ich gehe jetzt einfach. Ich verpiss mich jetzt einfach. Wie wär's damit? Komm bitte. Komm, das wäre super based. Based man, please. Please be based man. Oh. Okay, warte was, ich mache jetzt einfach Sprungangriff auf den. Der sieht gar nicht, was kommt. Ich bin direkt von oben so, Halla! Oh. Hasua! Nein! Oh, ich bin wieder gefangen! Oh! Du musst ein bisschen weit weg. Nein! Oh. Nein! Oh mein Gott, das hat mich wieder hochgeladen. Ja, was? Ja, wie willst du denn? Ich mach einfach Backflip! Haha! Oh! Oh nein! Backflip! Damit hat er nicht gerechnet. Nein, wo gehst du hin? Hör auf zu gehen!
das hat hervorragend funktioniert. Bruce Mega. What the matter, Batman? Eat the bat. Alter, musste man dem denn so viel Lebensenergie geben? Jetzt rennt er wieder weg, ne? Alter, du Nussprinz. Oh Gott. Oh! 200er KI-Move, 200 IQ-Move. Oh, oh. Oh, ich hab ihn einfach umgeholzt. Warte. Okay, wo ist er hin? Wo ist er hin? Alter, der hat immer noch so viel Lebensenergie, ne? Oh mein Gott, was war das? Oh, der hat sich einfach selber umgenudelt. Oh, fuck. Oh Gott. Okay, wo ist er? Oh, where are you? Oh. Ja, komm schon. Oh. Nein. Oh, fuck, hier noch 21. Oh, we did it. Oh. Batman ist auch am Boden. Weiter hat's niemand geschafft. Weiter hat dieses Spiel noch niemand. I refuse to believe. Friend. And I'll do worse than that. It's no use. Hey, I'll tell you if you let me go. Der Silberkampf ist besser. Legit. Der Silberkampf ist besser. We were offered weapons. They were delivered to us as long as we took out Black Mask. Who? JC Denton looking motherfucker. Wrong answer. I swear, they were just delivered to us. You'll let me go? Yes. As long as going to jail is what you had in mind. Oracle, transmit my coordinates to the police. Let them know they can find Black Mask and his gang of false facers here. Good timing. I've just pinpointed Scarface's location. They're at... I know. I'm on my way there now. Batman out. Ich brauch dich nicht, Oracle. Du bist fucking useless. Ich hab einfach alle im Alleingang getötet. Alter, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass Black Mask einfach in diese... in die Explosivfässer reingelaufen ist und hat sich kaputt geschossen. Hint, don't play the game. Hint, just don't do it. Don't do it, Batman. Don't do it. Don't play the game, please. Was soll ich denn überhaupt? Du gibst mir doch keine Zeit, irgendwie schnell genug darüber zu gehen. Das ist einfach immer das Problem, weißt du? Die tun so, als könntest du mit diesen ganzen Sichtkegeln irgendwas machen. Als könntest du mit diesen Informationen irgendwas anfangen. Und den Gegnern... Das waren, Alter, das sind ganz normale Holzkisten. Willst du mich eigentlich verarschen? Sag mal, wer hat euch denn ins Gehirn geschissen? Oh ja, sorry, das ist gerade unsere Wagenladung Dynamit, die hier gelagert wird. Tut mir leid. Oh, sorry, Batman. Alter, wenn ich jetzt diesen Bosskampf wieder machen muss, ne? Gott sei Dank. It's the bat. Oh. Parcours! Parcours! Yeah, boy. Oh, we did it. Ich lauf einfach. Ich lauf einfach. Ich bin schnell wie die Nacht. Niemand kann mich aufhalten. Denn ich bin Fledermausmann.
Bye! Ganz casual einfach da raus. Oh. So, the Gat finally showed up. I knew Black Mask wouldn't be able to stop you. Batman. Oh no, Mr. Scarface, we really shouldn't stay here. Shut up, dummy. Get him, boy. Das ist eigentlich einer der coolsten, also vom Konzept her ist es immer noch einer der coolsten Batman-Villen. Oh, muss ich jetzt noch einen Boss machen? Oh, yeah, baby. Was ist das? Yakuza 7? Wehe. Wenn du das auf mich droppst, dann droppe ich dich. Oh, ich liebe diese Soundfehler. Komm, wir machen einfach mal den hier. Dann machen wir den hier. Kein Bösewicht der Welt kommt gegen Kabelbinder an. Das ist wirklich die größte Macht in diesem Universum, ist fucking Kabelbinder. Ja, Batman muss, also ich bin jetzt nicht so hart in Comics drin. Das muss ich halt zugeben. Aber von dem, was ich halt so gelesen habe, hat Batman halt echt die geilsten Villen. Das muss ich auch damals sagen, also Arkham Asylum hat mich damals auch so ein bisschen in die Comics reingeholt. Das war das eine Spiel, wo ich wirklich Spaß dran hatte, diese ganzen Dossiers zu lesen. Kann ich da irgendwie hier dran was machen? Gabelstaplerfahrer Batman? Gabelstaplerfahrer Bruce? Nein? Also wir machen jetzt einfach... Oh yeah. Oh yeah, boy. Was hast du gemacht? Gar nichts. Das ist doch bestimmt eine CD oder so. Na, verdammt. Verdammt. Na, habt ihr schon gegessen? Oh, verdammt. Einfach hier hoch. Denkt dran, Leute, ne? Musik, Philharmonic Orchester. Ganz wichtig. Das hat sich gelohnt. Ich muss einfach mal sterben. Also beziehungsweise ohnmächtig werden. Ich bin immer noch Batman, ich töte ja keine Leute. Vor allem nicht mit explosiven Fächern oder so. Nee. Ja, und jetzt? Okay, cool. Und jetzt, What's wrong with you, dummy? Ich weiß es nicht. Ich bin Batman. Ich glaube, es muss mit einem sehr viel falsch sein, damit man Batman ist. Ich nehme mal an, ich muss hier oben irgendwo... Weißt du, dass ich das Ding irgendwie so schwenken kann, damit ich dann was auf Scarface drauffallen lasse? Vielleicht brauche ich mein Tool. Vielleicht brauche ich mein Universal Tool. Maybe I don't need my Universal Tool. Hältst du es auch noch so an den Dick vorne dran? Was, wir machen jetzt einfach... Yeah, boy! Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich habe keine Ahnung, ob das geplant war. Ich habe so 3-4 Sachen gehabt, bei denen ich nicht wusste, ob das so gemacht werden sollte jetzt. Enough. So, whose dick am I going to suck? Mr. Scarface. I seize it. What are you gonna do with that, huh? You overgrown rat dressed like a... Oh, you think this is gonna stop me, you giggly? This ain't even gonna slow me down, Gatman. Way I can see Getter from up here, and I can think Getter. I don't think you're gonna serve me. No, please. Well, it looks like we're just in time. Oh, it's Robin and other Batman. Make sure none of them are in need of immediate medical assistance. Then secure them and check the area to see if there are any others I might have missed. It's Stitcher, man. No. Robin. Aber ich dachte... Stay here until the police arrive. Aber ist es... Batgirl, I want you to do a sweep of the warehouse district. Make sure there are no... Wait, what? False facers running loose. Aber ich dachte... Wait. Welches Batgirl ist denn das dann?
Weil ist originales Batgirl nicht eigentlich hier Oracle? Also beziehungsweise ja sie. What's wrong? It's my father. The commissioner. Wer ist denn danach? Ich habe keine Ahnung. Ab einem bestimmten Punkt weiß ich nicht mehr, wie die ganze Lore geht, wo dann auch Batman stirbt, aber dann ist er ja nicht tot, sondern reist in die Vergangenheit und dann irgendwann baut er überall andere Batmänner auf in anderen Ländern. Oh Gott. Dann hast du 6 verschiedene Robins, dann hast du den Teen Titan Robin, dann hast du Retro. Okay, es ist einfach. Batman. Spider-Man hat den ganzen multiplen Universen-Scheiß noch, der hinzukommt bei Marvel oder so. Aber da hast du wenigstens, okay, das ist der eine. Das ist der eine Spider-Man. Und dann ist gut. Batmaner von Le Batman. Das Spiel basiert auf den Comics von 2000. Ich weiß auch nicht, wer das aktuell war. Cassandra Cain? Die Tochter von Michael Cain. I'll find the Commissioner. Nein, Nightwing ist ja, das ist ja Robin, also der ehemalige. Deswegen, aber das war ja mit Titos dran. Ja! Okay, ja, hier so rum. Ja, so da. Das war wahrscheinlich Level 1 von 20. Wir haben gerade 5% des Spiels oder so. Das ist jetzt wirklich. Da wird jetzt die Dunkelheit zum Problem. Okay. Kann ich auf die andere Seite vielleicht? Lol, kann ich sogar. Okay. Was passiert? Ja, ich weiß, dass es ja dann den neuen gab, aber deswegen das war jetzt. Das war ja irgendeine Batgirl-Version in dem Fall, die daneben war. Und sie ist auch, okay, das war Orphan. Okay, alles klar. Sind das nicht alles Orphan? Könnte das nicht auch Batman, könnte sich auch Orphan nennen? So, tolles Alleinstellungsmerkmal im Batman-Universum. Für einen Batman-Charakter. So. Haben doch alle gar keine Eltern. Was ist denn da los? Weißt du, deswegen durfte Oracle auch nicht Batgirl bleiben. Was war so? Sorry, da ist noch ein Vater. Oh, zack. Ab in den Rollstuhl mit dir. Ich habe legit keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht mal, wo ich hin soll. Help? Pilz? Warte, wir springen jetzt einfach mal hier rüber. Und dann springen wir jetzt wieder hier rüber. Und dann machen wir es einfach jetzt so weiter vielleicht. Ja, war es das? Bin ich jetzt ganz unten? Wo bin ich? I sadly have no idea, wo ich bin. Okay, weiter. Das war die unterste Stufe. Ja, cool. Orphans Eltern leben noch, by the way. Was ist das denn? da käme ich mir ja verarscht vor, glaube ich. Okay. What the fuck? Wait, why? What am I supposed to do?
Was soll ich tun? I just want you to tell me what I have to do. Vielleicht kann ich jetzt mein Tool einsetzen. Na, okay. Erstmal Zeitung lesen. Nachtsicht? Bruce, müssen Sie das Geräusch machen? Okay, hier scheint irgendwie nichts zu sein. Ich geh einfach mal wirklich runter. Ich bin unten. Okay. Oh mein Gott, ich bin wirklich unten. Oh mein Gott, what the fuck? Kann ich hier rein? Hallo? Hallo? Aufmachen! Aufmachen! Brucey Sai! I am here to commit some hate crimes. Let me in! Oh, Elon Musk an meinem Fenster. Lass mich rein! Aufmerksamkeit! Okay, Alter, wie hoch sind die Gebäude in fucking Gotham hier? Okay, also das heißt, von hier aus komme ich wahrscheinlich nicht weiter. Das heißt, wir gehen... Dead man, more like no dead man. Okay, wir gehen mal hier zwei nach unten. Nein! Wir gehen mal zwei nach unten. Und dann mache ich jetzt wieder. Bzzz. Da fehlt dieses. Bzzz. Bing. Das klang eher nach Mikrowelle tatsächlich. Das tut mir leid. Vielleicht ist irgendwo ein Fenster frei. Mein rechtes Fenster ist frei. Ich wünsche mir schnell Level Design herbei. Hep. Oh! 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 Okay. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. We did it! Was ist das für Level-Design? Alter. Das ist wirklich so ein Level-Design, wo du normalerweise denkst, du machst Sequence-Breaking und das ist das normale Ding. I'm going insane. Oh, Laserschwert. How are you going to get in there? The streets leading up to the asylum are a mess. And even if you manage to get in... Hättest du das nicht die ganze Zeit machen können? It would take a tank to get through the front door. Then I'll go in underground. Yeah, I'm going underground. Gib das bitte, komm, einfach so eine Fahrmission. Einfach irgendwie so eine beschissene Fahrmission, irgendwas anderes, ich kann dieses Level-Design nicht mehr. Da werde ich clever, deswegen bin ich auch Meisterdetektiv, ja, der besten, deswegen ist Batman der beste Detektiv der Welt. Perceived. I don't want to be perceived. Talbot? Das kenne ich doch, aus Uncharted 3. Schlimmster Antagonist, holy shit. Oh boy. Death comes to all who enter our terrain, even the famed Batman. Kill, 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 kill the bat. Kill. Oh, 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 was? Warum bin ich immer noch in der... Ich kann doch nicht raus! Oh mein Gott! Oh, schnell!
Nein, nicht Zeitung lesen, Batman. Oh, fuck. My friend! Oh. Sieht aus wie der Typ mit der Typ da rechts sieht aus wie der Hauptcharakter aus The Darkness. Oder Edward Carnby. Erstmal in den Sack gefasst, danke Batman. Das sind zwar Bösewichte, aber es gibt ja doch nicht das Recht, die irgendwie sexuell zu belästigen. Die Musik. Düp, düp, düp. Düp, düp, düp. Oh, CD! 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 Oh, yeah! Oh, wir haben schon 3 CDs, Leute. Wir haben schon 3 CDs. I'm a sneaky boy. I'm a sneaky, sneaky boy, boy. Oh, so sneaky. I'm so sneaky. Niemand kann mich sehen. Denn ich bin viel zu langsam zum Sehen. Niemand kann mich sehen. Denn ihr denkt, ich würde gehen. Dabei bin ich nicht mal am Stehen. Okay, wie zum Teufel seht ihr mich eigentlich gerade nicht? Ich bin noch voll in euren Sichtkegeln drin. Was ist denn da los? Oh, weißt du, das ist... Der kommt zu mir, it's da Bat. Und ich sehe seine Waffe, it's da Bat. Batman gegen Batman. Sorry. Ich hau die Tür auf. I'm gonna punch it open. I'm gonna punch my way in. So mache ich das immer auch beim Board Meeting. Einfach Bruce Wayne rein, klatscht alle zu Tode. Hier werden keine Aktien verkauft. Lass mich rein. Okay. Batman muss sich bücken mit seinen viel zu großen Ohren. Das geht, glaube ich, nicht gut aus. Das geht, glaube ich, nicht gut aus. Inmitten von irgendwelchen Fässern. Oh, das glaube ich nicht. Alter, diese Kamera ist so geil. He's over here. Alter, ich bin Batman, du dürftest mich eigentlich gar nicht treffen. Weißt du? Du müsstest normalerweise vor Scham einfach erstarren. Guck dir mal aus, wie viele Schläge und Tritte die von Batman aushalten. Hast du mal die Beine von dem angesehen? Das ist einfach so dick wie ein Schrank. Also wenn Batman dich einfach mit voller Wucht mit seinen Beinen kicken würde, du würdest instant explodieren. Du würdest einfach pulverisiert werden. Da ist er wieder. Wo ist der? Hä? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Siehst du ihn? Wie der einfach meinem Move ausweicht. Where is he? Where is that? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, auch auf dem GBA könnte man bessere KI irgendwie wahrscheinlich machen. It's the bad. Was für eine Waffe hast du? It's the bad. Wie leise, ich liebe, wie instant leise die Musik jedes Mal wird. Oh, das ist ein Computer. Oh, where's the porn? I typed in porn and porn came up. I typed in breakfast and porn came up. It's the perfect system. Oh. Wer die Referenz versteht, oh, das ist. Da gibt's all die Gummipunkte für. Oh, the internet, I work there. Kann ich hier noch computern? Oh, ich muss Detektiven erstmal Zeitung lesen. Oh, Work Release Form 2A, oh geil. Oh, das B in Batman steht für Beamter. Oh, erstmal wieder schön Passierschein 38 ausfüllen. Ich liebe, wie der ganze Raum gerade gebebt hat. Kann man das nochmal machen? Ich habe irgendwo hingehauen und der ganze Raum hat gebebt kurz. Einfach natürlich, weil ich Batman bin.
Wait, habe ich nicht die Tür aufgemacht? Ah ja. Exit? Ah, oh, das ist wie ich das Spiel verlassen will, ja. Das ist das Mitspieler meiner Pen Paper Runde hat in seiner Kampagne B-Amt für magische Gegenstände, die also den Magie-TÜV. LOL! Oh, das ist geil. Das ist geil. Kann ich da rein? Batmanen? Oh yeah! Alter, da musst du erstmal drauf kommen auf diesen ganzen Scheiß. Für dieses Spiel wurde Game FAQs erfunden. Ich bin erstaunt, dass ich so weit komme. Ich bin erstaunt, dass ich in solchen beschissenen Spielen teilweise kompetenter bin als in richtig guten. Das ist das Schlimme, dass ich teilweise einfach diese verquere Logik besser mit klarkomme als irgendwas tatsächlich Gutem. Okay, anklopfen. Anklopfen bringt nichts. Okay. Ich glaube, wir müssen die harten Geschütze wieder ausfahren. Wee! Paperboy, Baby! Okay, hier. Night Vision. Okay, da bin ich reingekommen. Da ist die Tür. Die geht nicht auf. Da sind die Leute. Oh, guck dir das mal an, wie schön die da liegen. Richtig süß. Okay. Oh mein Gott. Das Spiel, das steuert sich wie der schlechteste. Weil du kannst auch nicht zurückgehen oder so, ne? Hallo! Ich bin's, Bruce! Ist das eine Art Schalter, die ich betätigen kann? Nee, oder? Aber die Tür funktioniert nicht. Oh, vielleicht kann ich hier mein... Da ist so ein Code drin, Ding dran. Vielleicht kann ich mein Tool hier benutzen. Yeah! Oh! Fucking knew it! Oh, ich hab mein Tool benutzt. Weißt du, jetzt waren... Bis auf die... Das Fingerlight war bisher sogar alles nützlich. Ich kann es kaum... Außer die Rauchbomben. Die Rauchbomben waren bisher einfach ein bisschen useless. Okay, kann ich jetzt das anmachen? Geh an! Kann ich das hier aufmachen? Oh ja, geil, Underground. Oh nein, Sewers. Oh, fuck me. Oh, natürlich ein Sewer-Level. Vor allem, wie lang ist dieses Spiel? Ich will einfach mal wissen, wie lang dieses Spiel ist. Gibt's da ein Longplay von? Hat das irgendwie World of Longplays sich jemand getraut? Batman, Dark Tomorrow. Send over whatever you've got. It's not much, but here it comes. Long play, a very long play. 2,5 Stunden. Wo bin ich denn? Oh mein Gott, ich bin bei 40 Minuten. Ich bin bei 40 Minuten von knapp 2,5 Stunden. Oh mein Gott, Alter, wie viele Level hat dieses Spiel? Wisst ihr was? Ich will gerade mal wissen, wie hat diese Nudel denn den Boss geschafft von vorhin? Wie hat er das denn hingekriegt? Das will ich mal wissen. Warte, genau, ne? Da bin ich jetzt gerade, die Talbot Factory, das war das, was wir gerade gemacht haben. Und hier ist, dann kommt noch... Oh, wir gehen jetzt wirklich nach Arkham Asylum und der Level ist noch länger als die Gotham Docks, ich glaube es nicht. Dann gehst du wirklich nach... Das ist das wahre Arkham Asylum. Das vorher, das war einfach nur gefaked. Das ist das wahre Arkham Asylum. Alter, wie...
Guck dir das mal an, wie lang du in Arkham bist. Guck dir das mal an. Gegen Poison Ivy, Mr. Fritze, Mr. Zizas, Mr. Joker. Und dann Radagus Castle ist ein letzter Level. So riesig lang. Und dann gibt's noch Final Boss. Best Ending, Credits. Not as bad, bad ending. Bad ending. Worst ending. Ich liebe, wie es einfach, es gibt ein Good Ending und dann gibt es drei Bad Endings. Aber die heißen einfach Worst Ending, Bad Ending, Not as bad, still bad ending. Okay, wie hat er das denn gemacht? Hier ist noch Docs. No! Es gibt eine alternative Kameraeinstellung. What? Nein. What the fuck? Oh, Metroid Prime voll abgeklaut hier. Das hilft mir richtig. Das hilft mir richtig weiter. Supergeile Map. Ich liebe, wie ich einfach direkt umgefallen bin. Geht das hier auch? Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein. Bad Gear Item List. Ist das das? Keine Ahnung. Weil, oder? Weil wenn ich das vergleiche mit dem, was ich eben gespielt habe, dann hatte das, dann sieht das hier aus so halt irgendwie mehr von oben. Ich nehme auch mal an, die Brightness ist komplett hochgedreht. Ach nee, das war auch noch davor. Warte, wo ist denn der... Ach, Warehouse Interior, ist das das Gewicht? Da hier, so jetzt. Er hat auch ein Notizbuch gefunden, was ich nicht gefunden habe. Aber dafür habe ich mehr CDs gehabt. So get fucked. Ich wollte gerade sagen, wenn er das Fingerlight benutzt, ne? Okay, what the hell are you doing? Was? What? Aber ich meine, selbst das macht kaum Schaden, ne? Ich meine, jetzt hat er keine mehr. Hervorragend. Ich fühle mich nicht mehr so alleine. Ich fühle mich nicht mehr so alleine, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich sowas sehe, weiß ich, ich dachte, ich hätte irgendwas Fundamentales oder so vergessen, übersehen. Aber er nutzt literally die gleiche Taktik wie ich. Wegrennen, out of range, wieder reingehen mit dem Sprungkick. Nur dass ich Glück hatte, dass er sich selbst in die Luft gejagt hat. Okay, alles klar. Das ist gut zu wissen, weißt du? Weil wenn jemand so ein Longplay macht, dann können die meistens ein bisschen mehr. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht habe ich irgendwas
vollkommen Offensichtliches übersehen, aber wie ich mich hier an die Wand stelle und dann irgendwie wahrscheinlich mit den, vielleicht mit den Tasten, mit den Schultertasten vielleicht was? Ist auch wieder eines dieser Spiele, bei denen man... Ich habe aber meine Zeitung. Lass mal... Jetzt kommt da von hinten auch noch einer? Alter, ich versuche einfach nur in Ruhe Zeitung zu lesen, ne? Und da kommen einfach diese ganzen Haudegen vorbei. Wer immer auf die Idee gekommen ist, die wieder aufstehen zu lassen, ne? Bei so einer Mechanik gehört einfach totgeschlagen. I'm sorry. That's how it's gotta be. Ich glaube, die Person versteht das auch, weißt du? So, ja, nee, ist schon verständlich. Nee, kann ich definitiv nachvollziehen. So ist ein... Hast einen guten Case gegen mich, ja. Komm, ich liebe ja feste Kamerawinkel, ne? Aber dann gib mir auch bitte 10 Controls. Oh, ich wünschte, ich könnte sehen, was da meinen Weg blockiert. We'll never find out, I guess. Alter. Komm, geh doch einfach direkt nach Arkham Asylum. Lass mich nicht noch ein Sewer-Level machen. Oh, mein Tagebuch! Oh. For my hopes and dreams! Thank you. What the fuck am I? Quest for nothing. Vielen Dank für dein Abo. Okay. Hier durchgesprungen. Zack, hier rein. Spiel durchgespielt. Zack, da drauf. Oh, Double Jump. Oh, Double Jump. Oh, Triple Flip. Ja, genau. Setup und... Oh! Spinny Spin Kick. Yes! Punchy Punch Punch. Oh, warum soll ich Streets of Rage 2 spielen, wenn ich das spielen kann? Oh, I am the Batman. Oh, ich liebe das, dass die dann alle genauso wieder aufstehen in der Zeit. Vor allem der einfach zweimal. So, liebt ihr das nicht auch? Wenn man einfach gezwungen ist, alle Gegner mehrfach kaputt zu hauen. Einfach weil das vor allem wieder auch einfach gerade nicht getroffen werden konnte. Ja, halt nochmal 600 Schläge aus. Ist okay. Warum auch nicht? Weißt du? Komm, steh nochmal auf. Komm, ich habe noch nicht genug. Steh nochmal auf mit deinem Scheißmesser. Was du selbst beim Liegen nicht loslassen kannst. Als wär's dein scheiß Kuscheltier. Stell dir mal vor, du nimmst nachts zum Schlafen. Oh, ich kann ohne Stechi nicht schlafen. Geht nicht. Ich brauch Stechi. Ich brauch Stechi zum Einschlafen. Was ist das? Das ist mein Messer. Das ist mein Begleitmesser. Mein bester Freundmesser. Mein Schlafmesser. Ohne Stechi kann ich nicht mehr einschlafen. Kann ich einfach die ganze Wand hier kaputt tanzen? Oh, okay, natürlich nicht. Okay, hier unten irgendwo lang? Habe ich diesen ganzen Käse da umsonst gemacht? Ich hoffe, irgendwo gab es... Obwohl, nee, hier ist aber eine neue Sequenz drin gewesen, ne? Weißt du, wir packen wieder unseren alten Kollegen aus. Wir packen wieder unseren alten Kollegen aus. Nickt Vision. Und dann gucken wir mal, was uns Nickt Vision sozusagen hat. Oh, das war brüchig. Alter, das habe ich ohne das Nachtsichtding nicht gesehen, ne? Aber wir machen jetzt einfach First-Person-Kämpfe. Hat sogar funktioniert. Breakout kann mich mal. Hallo? Bin ich ja ziemlich frech von denen hier, ne? Muss ich ja mal sagen. Ja, aber es ist, also...
Ja, ich glaube, ich habe das schlechteste GameCube-Spiel gefunden. Also. Oh. Leute, ich glaube, ich brauche nächste Woche etwas, was weniger scheiße ist. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche so ein Aquaman oder so noch kann. Ich glaube, ich brauche etwas, was beschissen ist, aber halt so auf eine angenehmere Art beschissen, weißt du? Und nicht auf diese quälende Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, die Entwickler sind noch gerade in ihrer Findungsphase. Also wir haben noch nicht ganz raus, was Spieldesign ist. Oh mein Gott, natürlich gibt es jetzt auch noch... Alter, ich sehe gar nichts. Okay, warte, ich muss mal... Nee, warte, hier. Ich versuche auf die Karte oben drauf zu gucken. Warte, swim up. Komm hier irgendwie nicht weiter. Okay. Thank you. Svenster, vielen Dank für das Abo. Was? I am eternally confused. Okay, wir gehen einfach mal hier rein. Weißt du, hier ist einfach ein schöner Gang. Der ist gangig und langig. Und da sind höchstens Gegner mit dabei, die ich nicht sehen kann. Was ist denn hier? Was haben sie denn hier versteckt? Was gibt's denn hier Tolles? Oh, geil, Dreck. Oh, ich liebe Dreck. Dreck ist gut. Dreck ist mein Freund. Dreck hat mich noch nie hintergangen. Nur Sand. Sand ist scheiße, Dreck ist gut. Okay. Weißt du, ich hab nachts die Geräte an, and I still can't see shit. Okay, das sieht aus wie ein Dead End. Das sieht aus wie ein Dead End. Hier haben sich Leute schlafen gelegt. Kennt man ja, ne? Wieder diese faule Generation! Weißt du, früher haben wir uns von Batman dreimal verprügeln lassen, bevor wir umgefallen sind. Und wir sind trotzdem nach Hause gekommen und haben noch unseren Zweitjob gemacht. Weißt du, vielleicht kann ich mit Nachtsichtgerät abtauchen. Nachtsichtgerät! Ich schwimme! Es brät! Okay, hier kann ich wohl nicht lang. Also bleibt wieder nur der Weg nach hier. Aber auch da scheint es zu sein. So, hierhin geht's. Aber hier sehe ich nichts. Ah. Okay. Ich habe noch ein gutes Wii-Spiel, was sehr angenehm und scheiße ist. Oh, Wii habe ich gerade auch. Ich war gerade eben vor dem Stream noch Crazy Climbers am Spielen. Japan-exklusiv. Oh, leider abgesoffen. Oh. Wo bringt mich der Checkpoint hin? Wo wirft mich der Checkpoint ab? Wo sagt der Checkpoint, da muss ich hin? Hehe. Voll ausgedribbelt. Oh, eingesagt. Haben sie nicht kommen sehen. Batman voll ausgespielt. Oh. Weißt du, einfach drüber springen und dann sehen die dich nicht mehr. Ich liebe, wie alle wieder aufgestanden sind. Dass du meist alle auf den Boden werfen musst, bevor du irgendwas machen kannst. Und dann steht aber in der Zeit meistens schon wieder der Nächste auf. Hehe. Batman ist vibrating. Oh mein Gott, der hat gerade nicht aufgehört.
I am vibrating with energy. Also hier muss ja irgendwas gemacht werden, ne? Das kann ja nicht sein, dass du extra in diese... hier reingehst, was auch immer das ist. Aber ich kann auch nichts machen, habe ich das Gefühl. Ne, ich kann hier nicht weiter. Und ich kann auch, glaube ich, nicht hoch. So, dann kann ich hier nicht weiter. Ich meine, da sollte es ja eigentlich irgendwo hochgehen. Weißt du, hier so, wo diese Schimmer da durchkommen. Aber es passiert nichts. Also ist der Anfang, dass... Einfach nur mal kurz. Hä? Ich habe nur ein bisschen Luft geholt, ist okay. Ich wollte nicht die ganze Luft holen. Alter, Batman, was ist mit deinen Lungen los? Weißt du, normalerweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne? So, ich kann jetzt vielleicht nicht so lange die Luft anhalten. Oh mein Gott, habe ich es geschafft? Oh, dieses Mal hat es irgendwie funktioniert. Ich kann es nicht so lange die Luft anhalten. Aber wenn ich wieder Luft habe und dann ins Wasser gehe, dann kann ich genauso lange wie vorher und nicht einfach, oh, meine Lungenkapazität ist jetzt leider auf 40% nur noch. Ich muss erst wieder warten, bis die Luft, bis die Lunge sich wieder erholt. So, weiß ich nicht. Ich glaube, damit sollte man vielleicht mal zum Arzt gehen. Hört sich nicht gesund an. Alter, du kannst mir doch... Ich finde einfach, wenn irgendjemand vorschlägt, ja, lass ein Sewer-Level in unser Spiel einbauen, dann sollte diese Person instant einfach geächtet werden. Einfach wirklich vom kompletten Team bloßgestellt. So, es gibt keine schlechten Ideen außer Sewer-Level. Wer mit irgendeinem Sewer-Level kommt, verdient's einfach nicht. Verdient was nicht? Alles. Ja, geil! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, natürlich kommen sofort 20 Gegner reingelaufen. Halleluja, wer hätte es gedacht? Ich mache einfach alle Türen auf, weißt du? Dann kommen jetzt einfach direkt 20. Jetzt kommen nochmal 20 Gegner rein, wahrscheinlich. Jetzt kommen einfach alle Gegner rein. Die restlichen Gegner vom ganzen Spiel, plus inklusive Bosse, werden jetzt mit diesem Trick hier reingeholt. Doctors hate this trick. Ich wollte gerade Doctors im Deutschen sagen, irgendwie. Aber ich glaube, ich habe diese Anzeigen noch nie auf Deutsch gesehen. Ärzte hassen diesen Trick. Oh, ich dachte, mein Gegner wäre gerade Breath gewesen. Ich meine, kommt drauf an, ne? So im jeweiligen Kontext. Okay. Die Frage ist jetzt, welcher ist aufgegangen? Der ist nicht aufgegangen. Der ist aufgegangen. Ah, okay. Wäre cool, wenn man die Kamera irgendwie ein bisschen besser drehen würde. Ja, danke, Batman. You did it. Fucking hero. Oh, doch nicht? Das sah so aus, hier oben das Tor, als ob das irgendwie geöffnet worden sei. Das hier? Nee, das sieht zu aus. Können die Krokodile mich mal in Ruhe lassen? Einfach mal für so ein paar Sekunden, Leute. Wäre echt nett. Danke, Bros. Ich finde euch sehr cool. Oh, ist hier wieder Sackgasse. Sag mal, willst du mich verarschen? Willst du mich einfach wirklich ins Grab bringen, Spiel? Oh, wie wäre es einfach mit noch einem blockierten Tunnel? Oh, aber das hat beim letzten Mal noch nicht Spaß genug gemacht. Oh, boy. Sure, fall einfach um. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass mich doch einfach raus! Ist
diesem scheiß Arschwasser. Dieser komischen Brackbüchse. Oh mein Gott, pack mich besser in Nudelwasser. Pack mich besser in Bockwurstwasser. All besser als das hier. Nein! Oh, I'm gefangen. Trapped in a glass case of my emotions. Oh, trapped bei Wurstwasser. Dookie Juice. Ah, mein leckerer Poo-Drink. Nee, warte, da kam ich her, oder? Nee. Nee, da bin ich doch gerade eben reingelaufen. Okay. Links kam ich her. Danke sehr. Danke sehr, Bruce. Das war das, was ich wollte. Okay, links kam ich her. Hier habe ich die Dinger aufgemacht. Hier kam ich her, ne? Ja. Oder? Kam ich das? Doch. Oder? Kam ich das? Doch. Oder? Hier hoch? Ne, hier oben ist nämlich auch nichts. Aber Hauptsache, ich kann klettern. Whee! Komm schon. Muss ich die nochmal aktivieren, damit das schneller geht? Oder war hier? Nee, da war ich gerade eben. Aber was gibt's da Feines? Nee, das wäre jetzt wieder. Das wäre jetzt wieder Nachtsichtgerät anmachen, ne? Und dann feststellen, dass hier eh nichts ist. Ja. Ah. Muss ich in der Mitte vom Pool irgendwas machen jetzt? Kann ich irgendwo abtauchen? Nee, ne? Kann nur gekillt werden. Okay, Leute. Ich glaube, mehr kann ich nicht. Ich glaube, mehr kann ich nicht. Ich glaube, mehr kriege ich nicht hin. Mehr ist nicht in mir drin. Vor allem, wenn ich sehe, wie lang dieser Level irgendwie scheinbar ist. Oh mein Gott, ich habe nicht mal die Hälfte vom Level geschafft. Oh mein Gott, ich habe nicht mal ein Drittel des Levels geschafft. Oh mein Gott, ich habe nicht mal ein Viertel von dem Level geschafft. Oh mein Gott. Ja, doch, ein Viertel schon. Aber ja, nee, das mache ich nicht mehr. Das ist wirklich. Also ich kann's. Es sind noch ein paar Kandidaten da. Das ist das schlimmste Nintendo GameCube-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das ist kein Exklusivtitel. Von den Exklusivtiteln ist das Disney Sports Skateboarding immer das schlechteste. Und ja, das zähle ich als Exklusivtitel, auch wenn es eine GBA-Version gab, aber die sieht halt so anders aus. Und ist auch von anderen Entwicklern, also das ist mir da egal. Aber das Schlechteste, was ich auf dem GameCube bisher gespielt habe, ist Batman Dark Tomorrow. Das ist wirklich, also da haben Leute nicht übertrieben. Das ist eine so derbe Katastrophe. Also da jedes... Du kannst einfach jedes Videospiel aller Zeiten gefühlt danach reinmachen.
Und dir geht's gut, einfach weil du nicht länger diesen Scheiß spielst. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich noch irgendwie was God of War oder so spielen. Einfach nur, damit ich dann mehr Spaß daran habe im Vergleich hierzu. Was kommt als nächstes? Ich hatte ja GameCube-Spiele geplant. Warte mal, lass mich mal ganz gut reinkommen. Scheinbar nicht. So, doch. So, was haben wir denn noch? Also von die, es gibt noch weitere, aber das sind die, die ich gerade auf der Karte zumindest drauf habe. Also wir haben noch American Chopper. Aquaman, das ist das zweite, das hat den schlechtesten Metacritic-Schnitt nach Charlie's Angels, was ich schon mal gespielt habe für die PS2, aber Charlie's Angels war besser als das meiste hier, was ich gespielt habe. Charlie's Angels war besser als Charlie and the Chocolate Factory, war besser als Batman Dark Tomorrow und war auch besser als das Disney Sports Skateboarding. Aber von schlechten Spielen habe ich noch Sum of All Fears, was bei uns Der Anschlag hieß, der Film. Das ist eine Filmumsetzung und ist so, hat gefühlt nichts mit dem Film zu tun. Das Scooby-Doo Night of 100 Frights soll grauenhaft sein. Dann das Jimmy Neutron-Spiel zum ersten Film, was so der einzige richtige wirkliche Stinker eben sein soll. Dragon's Lair 3D, wo sich auch jemand gesagt hat, warum eine 3D-Umsetzung von Dragon's Lair. Die Hard Vendetta. Hier, Aquaman, American Chopper. Also ich glaube, wenn ich mir nächste Woche was antue, dann brauche ich irgendwas, wo ich das Gefühl habe, es wird nicht ganz so schlimm. Also wo ich das Gefühl habe, das wird ein bisschen angenehmer. Wo ich so, ich kann jetzt, also weil The Dragon Slayer, glaube ich auch, das wird einfach frustrierende Kackscheiße. Das Scooby-Doo, den kann ich nicht einschätzen. Das Sum of All Fears wird wahrscheinlich auch, also vielleicht wird sowas wie Die Hard Vendetta oder so. Oder oh Gott, was haben wir denn noch? Leute, lass doch mal kurz gucken. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch zu bieten? Weißt du? Was haben wir denn noch anzubieten? Was haben wir noch nicht? So. Games. More. GameCube. Please show me GameCube. Da. Okay, hier runter. Da drauf. Ne, so, also wir haben jetzt schon von den 20ern haben wir jetzt schon zwei gemacht. Ne? Wir haben Charlie's Angels. Wir hatten jetzt gerade Batman Dark Tomorrow. Das sollte weiter runter sein. Das sollte im 1er-Bereich. Holy shit. Das war Batman, the Dark Knight Detective of Gotham City is back in an all-new adventure. Oh. In Batman Dark Tomorrow, it's up to Batman to solve the mystery of why the game sucks so much. Dieses Aquaman-Spiel, das soll grauenhaft sein. Batman hatten wir Bad Boys, Miami Takedown, ist halt Bad Boys 2, das hatten wir schon. Sehr verwundert, irgend so ein Motocross-Spiel hier zu sehen, aber ja, whatever. Glaube ich aber nicht, dass ich mir das antun werde. Ne? Disney Sports Skateboarding hatten wir schon. Da ist es hier, Sum of All Fears, der Anschlag. Universal Theme Park, Parks Adventures. Oh boy. Ja, das Monsters ist halt so ein Multiplayer-Ding, das wäre hier, glaube ich, ein bisschen blöd. Charlie and Chocolate Factory hatten wir letztes Mal, Space Riders hatten wir schon. Oh, Polar Express. Oh, Polar Express. Was aussieht wie Harry Potter für Arme. Yu-Gi-Oh! Spiel, was einfach ein JRPG scheinbar ist. TMNT-Spiel. Fucking Phantomias. Ein Tetris, was scheiße sein soll. Guck dir mal an Catwoman, wie viel weiter oben das ist. So wie, es ist alles noch rot, aber wie weit wir uns schon da entfernt haben. Davon, Smashing Drive war die GBA-Version super. Dieses Disneys, das könnte, glaube ich, super frustrierend sein. Weißt du, so ein Disney-Schleichspiel. So Stealth kannst du einfach am leichtesten verkacken, wenn es irgendwie schlecht ist.
Das Spyro würde ich mir auch mal gerne ansehen. Genauso wie das Dragon Ball Saga, das One Piece Carnival, Scorpion King. Ich glaube, ich mache beim nächsten Mal etwas, was eher so aus dieser... So Shadow the Hedgehog war doch eine 51. War kein Trash. Weißt du, ich glaube, ich mach beim nächsten Mal bei Trash Tuesday eher was aus der... Warum hat Zeppa nur eine 55 gekriegt? What? What? Okay. I guess. Oh, Driven. Ob wir da auch... Ist das Driven, was mit Stallone und... Warum fällt mir der Name nicht ein? Warum fällt mir sein Name nicht ein? Til Schweiger. Das war's. Ja, Zeppa war ziemlich gut sogar. Tetris schlecht hinzukriegen ist schon eine Leistung, das gebe ich zu. Oh, Virtua Quest. Ja, ich glaub hier raus was. Weißt du, hier raus was. Wir haben uns. Also, ne, ich brauch halt auch ein bisschen was Abwechslung zwischendurch, oder? Weil sich nur hier in diesem Sumpf aufzuhalten, Leute, das ist auch nicht gesund. Also nur hier zu sein, das ist auch nicht gesund. Das geht auch nicht. So dreimal in Folge jetzt. Einfach im roten. Nee. Wir brauchen mal. Ich glaube, wir machen mal wieder was hier raus oder so. Einfach so ein schönes Monkey Ball Adventure. Oder. Marvel Nemesis Rise of. Ne? Die Hard Vendetta. Das Cover sieht so viel besser aus als unseres. Holy shit. Das sieht wirklich gut aus, das Die Hard Vendetta Cover. Warte mal, ich dachte das andere Scooby-Doo-Ding wäre das schlechtere. Ist das nicht auch? War das 100 Frights noch besser? Habe ich das falsche, schlechte Spiel draufgeschlagen? Es gibt ja mehrere Scooby-Doo-Spiele. Es gibt ja noch dieses 100. Oh mein Gott, das ist sogar relativ gut bewertet worden. Also das heißt gut, aber 69 ist jetzt... Naja, also wenn dein Spiel eine 38 hat... War ein Arcade-Spiel? Das sagt mir gerade überhaupt nichts. Habe ich das gespielt? This game has been removed from the Microsoft Store. Ja, das waren... Oh, schade. Da gibt's auch keine andere Variante von, ne? Oh, das müsste ich über dann... Ich meine, das kann ich über meine modifizierte Xbox spielen. Aber das ist halt... Das habe ich vollkommen vergessen, das Spiel. 12.000 haben wir es aber sogar. Das habe ich vollkommen vergessen, dass das an mir existierte. Weil diese ganzen Lizenzsachen, die ich nicht geholt habe, die sind dann für immer weg. Vampire Rain, Thor habe ich hier, Kengo habe ich hier. Das ist besser. Nochmal Harry Potter. Quantum Theory hatten wir schon. Blackwater wollte ich auch mal spielen, das habe ich auch hier. Damnation genauso. Infernal ebenfalls. Das bringt nichts. Das kriegst du halt so in anderthalb Stunden durch. Enemy Front. Star Riders. Bomberman Act Zero habe ich zumindest eine Review auf Patreon. Das habe ich durchgespielt. Das habe ich auch durchgespielt. Das habe ich zumindest gespielt. Das war wirklich schrecklich. Das habe ich zweimal durchgespielt. Habe ich ja auch. Jumper, Rainbow, oh, Rogue Warrior hatten wir, Leisure Suit Larry hatten wir, Amy wollte ich auf jeden Fall mal machen. Das habe ich, da ist vielleicht selber meine Review noch mit drauf. Fast and the Furious. Jahres, immer noch das Schlechteste. Das habe ich tatsächlich. So Jahres und Double Dragon 2 ist wirklich schlimm. Dieser komische, keine Ahnung, was das ist oder von wem das eigentlich nochmal kam. Das ist wirklich ein Unfall von einem Spiel.
Habe ich bei Amy noch meine. Ist bei Amy noch mein Score drin? Let's look for it. Ich glaube, ich habe ihm eine 1 oder 2 gegeben. Yeah, baby! Let's go! Ja, die Bewertungen sind hier raus. Die Bewertungen sind hier raus. Aus den Artikeln. Aber da ist es noch drin. Amy eine 1 gegeben. Weil niedriger ging, wir konnten keine 0 geben. Da stehe ich heute noch zu. 10 Euro hat das gekostet. Holy shit. Einfach seltsame Review-Sachen, die damals rausgekommen, Spiele, die damals raus. All Zombies Must Die habe ich, glaube ich, auch getestet. Das war auch Dreck. Oh Gott, ja. Yeah. Gute alte Zeit. Ja, Jahres, keine Ahnung, aber das war auch. Ich weiß nicht, ob man hier Gameplay davon sieht. Du bist halt so einen Tunnel lang gefahren. Das war so ein schlechter Mario Kart-Klon. Warte, ihr sollt ja auch die Musik genießen vom Spiel. Das ist auf der 360 veröffentlicht worden. Das war, glaube ich, gratis, weil das halt ein Werbespiel war. Da gab es ein paar von. Es gab zwei davon waren sogar gut, diese Doritos Crash Course 1 und 2. Das waren sogar gute Spiele. Aber es gab von Doritos noch zwei andere, die auch scheiße waren. Aber ja, das ist. Ne, du hast hier oben irgendwie diesen komischen, seltsamen Bommel gehabt, bis hier lang gefahren. Xbox 360 möchte ich nochmal anmerken, ne? Sieht aus wie ein Shitty Flash Game von 2004. Und hast dann hier dein Zielmodus irgendwie. Ich habe das auch nicht lange ausgehalten. Ich hab auch nur ein paar Erfolge drin oder so. Aber wer immer damals auf die Idee gekommen ist, jo, wie wollen wir denn unser Auto vermarkten? Ja, wir machen einfach ein Spiel, was scheiße ist. Vor allem die Leute, die das spielen, die sind auch garantiert, die sind flüssig genug, auch so einen Wagen einfach zu kaufen, garantiert. Yaris is an interesting little game. Das ist eine Review, also ich dachte gerade, warum die Musik so untergegangen ist. Oh, Baby, noch ein 4 zu 3. Oh, let's go! Oh! Ah, das ist nicht das gute Dashboard. Das war schon die Variante, wo es scheiße war. Das ist noch die alte Version davon. Von dem Kacheldesign. Oh, gibt's noch... Warte, gibt's hier Xbox 360 Dashboards? Alter, oh, let's go. Oh, fuck yeah! Oh, was ich nicht dafür geben würde. Ich weiß nicht, warum die Leute im Hintergrund so husten müssen, aber Alter, die alten Blades waren so cool. Na, auch dass du diesen. Es gab ja von Anfang an schon den Guide und dass das eben auch passend zu der Form der Konsole war. Das war super, dass die alle verschiedenen Farben eben auch hatten. Oh, Blades waren super. Blades war so richtiges, das hat sich so angefühlt nach so einem, ne, wie du früher eben noch Konsolen-UIs gemacht hast, dann eben auch. Halt wirklich noch darauf abgestimmt, ne? Du gehst halt überall hin, gehst die Farben rein. Das fand ich auch immer ganz cool, dass du hier, weil das sah halt auch aus wie die Tray, also wie der Disk Drive zum Öffnen. Na, hier das Ding angezeigt, Games, Media, System. Ich habe auch damals Musik draufgeladen, weil du konntest ja von CD, auch von gebrannten CDs, konntest du einfach Musik auf die Konsole kopieren, auf die Festplatte und dann einfach beim Spielen deine Musik abspielen, was halt so in 2006, 2007 einfach noch ein ziemlich cooles Novelty-Ding war. Oh yeah, baby. Oh, Castlevania Symphony of the Night, Doom, Geometry Wars, Hexic, Sonic the Hedgehog, Wolfenstein 3D hatte ich natürlich nicht, weil das bei uns in der Region nicht verfügbar war, aber den Rest hatte ich dafür auch damals.
Das waren auch gute Farben. Das waren auch wirklich gute Farben. Ah ja, das ist das alte Ladelogo, wenn man versucht hat, irgendwie online. Wo ich mir wirklich noch so Movie-Clips oder so runtergeladen habe. Wo auch dann genau IGN hattest, du konntest auch Reviews und so einen Kram irgendwie runterladen. Das war so weird. Der alte Marketplace kannst natürlich jetzt keine Videos mehr von machen, weil du da keinen Zugriff mehr drauf hast. Na, wenn du halt online gehst, dann musst du ja die Daten dafür runterladen. Das waren damals so die Erfolge darauf angezeigt. Auch ziemlich geil. Na, und dann genau hier, da war das dann mit dem Musikplayer. Dass du dann hier das öffnen konntest, alles. Das war für, also wie gesagt, das ist halt von Ende 2005, aber dann 2008. Oh! Das Beste! Die beste Konsolen-UI, die es jemals gab. Die beste Konsolen-UI, die es jemals gab. Das 2008er Dashboard, auch die Farbe. Oh, ich hab das, genau dieses dunkelblau-grau mit dem Grün drauf. Das sah so geil aus. Das hatte so einen geilen Flair. Oh, Jesus Christ. Oh, vermisse ich so hart. Ich wünschte, man könnte das einfach nochmal einstellen, dass du die Xbox 360 nutzen kannst, aber dann ne, ganz normal eben auch nutzen mit allen Funktionalitäten, aber du hast dann diese UI zur Nutzung. Weil das war ein bisschen wie das X-Media hier XMB aufgebaut, wie bei der PlayStation 3, nur eben statt horizontal vertikal. Dass du eben vertikal die ganzen Sachen durchgestrollt bist und konntest dann eben horizontal, anstatt dass du horizontal und dann vertikal alles gemacht hast. Aber ja, auch das Dashboard, ich fand das da so geil. Ich finde, das sieht immer noch super aus. Es ist klar, es ist so 2008er Design, irgendwo merkt man das, ne, so ein bisschen. Aber Jesus, habe ich das geliebt. Oh, zeig doch noch mehr davon. Du Nase. Ja, ich glaube, das war dann, glaube ich, schon relativ danach. Das war, glaube ich, dann schon zwei. Das kam, glaube ich, dann mit Kinect oder so. Ich glaube, das ist genau, das ist das Dashboard, was mit Kinect kam. Das heißt, das muss dann Anfang 2011, Ende 2010 schon gewesen sein. Also wirklich, das ist so schade, dass es dieses Achter, dieses Dashboard von 2008, das gab es halt gefühlt nur für so 2 Jahre knapp. Und dann wurde es halt nur geändert wegen Kinect. Und dann gab's, und dann war Kinect nachher irrelevant und dann musste es aber trotzdem noch behalten werden. Na, du hast immer noch so ein bisschen hier diesen Aufbau davon, aber es war eben alles so drangelegt, dass du es mit der Kinect eben benutzen kannst. Warte, ich mach mal die Musik an. Zumindest hier. Aber ja, das war sehr oft dann diese glossy, moderne Richtung ausgelegt. Genau, und dann kam halt relativ später danach eben schon das. Und das ist ja eigentlich fast schon, wie es heute aussieht. So, das ist ja nur noch iterativ dann ein bisschen, ne? Das ist ja immer noch das, was wir eigentlich heute haben. Wo nur noch mal so ein paar Sachen geändert wurden. Und dann hier, Alter, wie viel Werbung auch früher immer kam. Damit haben die ziemlich gut Geld verdient, ne? Die haben ziemlich gut Geld verdient, auf dem Dashboard auch die ganze Werbung laufen zu lassen. Überall in den ganzen verschiedenen Punkten. Das war halt gar nicht mal so unwichtig für den Revenue von den Konsolen. Weil du wurdest, wenn du das gebucht hast, wurdest du ja auch komplett vorne da eben angezeigt, permanent. Aber es wurde eben auch hauptsächlich nur von Firmen halt gebucht, die da auch auf dem Marktplatz selber Sachen verkauft haben. Keine Ahnung, heute finde ich das halt ziemlich scheiße, weil das ist so, das ist eine UI, die wurde für was ganz anderes, also aus Zwecken quasi erstellt, die heute nicht mehr relevant sind. Wo es so, oh, wir möchten alles, dass es wie Windows 8 aussieht, das muss mit Kinect funktionieren, bla bla bla. Was heute vollkommen scheißegal ist. Das heißt, ich wünschte, wir würden einfach in das 2008er Design wieder zurückgehen können oder so jetzt. Ah. Spielempfehlung im Dashboard, ja wirklich, ja. Ich meine, du hast ja immer noch auf der Xbox One so ein bisschen was. Ich finde das nur, das was ich halt so erstaunlich finde, ist, dass Microsoft immer, also klar,
originale Xbox hatte eben nur das eine, aber da konntest du eben auch nicht viel machen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass da so viele Dinge geändert werden musste. Aber Microsoft sowohl auf der Xbox 360 als auch auf der Xbox One halt permanent irgendwie ihr Dashboard am Anpassen und Verändern. Und gerade auf der 360 halt mit wirklich sehr starken visuellen Eingriffen. Und PlayStation ist einfach so, das ist unsere UI. Willkommen für die nächsten, so habt Spaß die nächsten 7 Jahre. So hier und da gibt es vielleicht kleine Performance-Updates oder irgendeine Funktion kommt hinzu, aber im Groben war es das. So, das PlayStation 4-Menü sieht immer noch genauso aus wie 2013. Das einzig wirklich Große, was geändert wurde, waren die Ordner, die du haben kannst. Und dann hat sich Sony gesagt, Ordner, jetzt, in 2020, das braucht doch keiner mehr. Und die Ordner, die hinzugefügt haben, jetzt wieder sind so scheiße auf der PS5. Oh, ich hasse es so sehr. Niemand macht Ordner momentan richtig. Nintendo macht's scheiße, Sony macht's scheiße, Microsoft macht's noch am besten, ehrlich gesagt, aus dem momentanen System, aber auch scheiße. Also wir haben uns einfach zurückentwickelt teilweise, was UIs oder so von Spielen, Konsolen betrifft. So, Nintendo hatte Wii hervorragende UI, 3DS hervorragende UI, Wii U hervorragende UI, Switch. Microsoft ist da einfach auch nur nach dem 2008er-Ding so. So, es wurde hier und da mal wieder ein bisschen besser. Ich mag das momentan eigentlich ganz gerne, aber könnte auch irgendwie besser sein. Und keine Ahnung, bei Sony ist es auch irgendwie gefühlt immer schlimmer geworden. So, das PS3-Menü finde ich immer auch noch am besten. Naja. Die Konsole als Entertainment-System in günstig ist etwas, wo ich nicht weiß, ob ich mich dafür anfreuen kann, als jemand, der Konsole zum Spiele genutzt hat. Naja, also ich meine, ich bin halt niemand, der irgendwie noch zusätzlich großartig Geld für andere Sachen ausgeben will. Das heißt, wenn ich eine Konsole habe und ich darüber Blu-Rays gucken kann oder ich darüber eben auch meine Apps und sowas zum Stream nutzen kann, wenn ich mir darüber Filme runter... Also dann brauche ich halt nichts anderes. Da ist es jetzt nicht so, als ob ich da irgendwie großartig Wert drauf lege, explizitere, keine Ahnung, mir einen separaten Blu-ray-Player oder so zu holen. Obwohl die momentan halt generell mega geil sind. Das brauche ich dann nicht unbedingt, ja. Aber ja, Leute, gut. Das war jetzt wieder ein bisschen Björn-Abgeschweife am Ende. Aber das soll es gewesen sein. Es gab schon Larry Stream? Ja, es gab einen. Vor einem Jahr? Circa? Naja. Gut, das soll's gewesen sein. Batman Quark Tomorrow. Die Another Dark Tomorrow. Das schlechteste GameCube-Spiel, was ich bisher gespielt habe. Also, wow. Das können wir auf die Bestrafungsliste packen. Weißt du? Ich kann in Zukunft auf die Bestrafungsliste solche Spiele packen, dass ich die weiterspielen muss. Dass du, nein, Björn, du musst es jetzt weitermachen. Du musst es jetzt mindestens 2-3 Stunden weitermachen oder bis zum Ende. Boy. Björn, wie wär's mit Disney Sports Skateboarding zu Ende spielen? Björn, wie wär's mit Batman Dark Tomorrow zu Ende? Oh Gott. Oh Gott. Okay, aber ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich krieg definitiv jetzt nicht Bayonetta noch weiterhin. Dafür bin ich eben auch zu müde. Und morgen dann vielleicht eher. So, ne, morgen Final Fantasy 14. Ich muss mal gucken, was wir davor vielleicht noch irgendwie ansehen oder so. Vielleicht ist noch was Gutes oder was Schlechtes von den Space Frogs übrig. Was hat denn eigentlich? Vielleicht kann man das gerade mal gucken. Was hat denn, wie heißt der nochmal? Hat der nochmal was Grauenhaftes rausgehauen? Da gibt's doch, oh mein Gott. Hat der überhaupt noch neue Videos gemacht? Vor 3 Monaten. Oh, schade. Aber der hat so einen komischen anderen Kanal, oder? Da kam auch nichts mehr. Das hab ich mal versucht zu gucken, das war schrecklich. Das war wirklich schrecklich. Aber ja, da ist wohl dann nichts mehr gekommen.
Naja, müssen wir mal gucken. Das Video hat mich gebrochen. Das war wirklich schlimm. Ich meine, den anderen Kram, das ist mir persönlich egal. Ich mag halt so CinemaSins-Sachen, gehen mir halt am Arsch. Nein, ich will durch Viren bedroht werden. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, morgen Final Fantasy 14, im Vorfeld wahrscheinlich irgendwas ansehen. Und dann im Anschluss hoffe ich, dass ich dann noch fit genug bin, um Bayonetta 3 endlich durchzuspielen. Genau. Und dann Donnerstag, ne? Ich kann auch mal kurz drauf hinweisen. Warte mal, ich kann das auch über den Stream Manager machen, ne? Wo war das hier? Inhalte? Sammlung. Einstellung. Stream. Wait, wo war das denn nochmal? Das war doch. Jetzt gucke ich wieder meinen eigenen Stream. Einfach nur, um zu wissen, wo diese Zeitplanmechanik ist. Das ist bei Einstellungen Kanal und da. Ah, okay, genau. Also. Das, was wir, ne? Morgen Final Fantasy 14, danach wahrscheinlich Bayonetta, davor irgendwas komisches ansehen. Falls ihr Vorschläge habt für solche Sachen, kommt gerne. Outer Wilds, es ist aber tatsächlich eine Art Bestrafung, weil ich habe dieses Spiel schon 2-3 Mal versucht. Habe es alle Male nicht gemocht. Und jetzt werde ich eben da so zu gezwungen. Und weil ich noch einen Code dafür erhalten habe und das auch mal dementsprechend arbeitsmäßig ansehen wollte, dachte ich, warum nicht noch Shifu, die Switch-Version, im Stream einmal ansehen, um zu gucken, wie gut die ist. Und am Samstag dann Sonic Frontiers. Freitag bin ich nicht weg, sonst hätte ich das da gemacht. Und meine Version ist auch heute gekommen. Meine Version von Sonic Frontiers war heute in der Post. Das Spiel ist installiert. Ich werde es wahrscheinlich...